Dies ist ein Mitschnitt der Veranstaltung Reaktionäre Esoterik mit der Referentin Claudia Barth. Veranstalterinnen waren die Jugendinitiative gegen Antisemitismus und Rassismus, im Internet zu finden unter jugendinitiative.blogspot.de und die DGB-Jugend Ostbayern, gefördert von dem Bundesprogramm Vielfalt tut gut. Die Referentin Claudia Barth ist Autorin des Buches Über alles in der Welt, Esoterik und Leitkultur, eine Einführung in die Kritik irrationaler Welterklärungen. Das Buch ist in der ersten Auflage 2003 im Alibri Verlag erschienen. Als erstes fange ich jetzt gar nicht an, wie ich es jetzt normalerweise geplant hätte anzufangen, sondern erstmal hat mich dieser Titel von eurem Flyer zum Überlegen gebracht. Ich fand es ganz ungewöhnlich, wie er so angefangen hat mit reaktionäre Esoterik, Fragezeichen. Ich habe gedacht, Mai, ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht so genannt. Es ist keine Grundsatzkritik, also nicht, dass ich nicht Esoterik, wie sie hierzulande heutzutage ist oder auch in der Vergangenheit war, nicht als reaktionär sehen würde, das sehe ich auch so. Aber ich habe mir dann so gedacht, Fragezeichen. Jetzt haben wir das Problem, ist schon wieder gut. Könnte denn Esoterik vielleicht auch anders als reaktionär sein oder muss die reaktionär sein? Das waren dann so die Fragen, die bei mir aufgetaucht sind. Und im Prinzip reduziert sich ja diese Frage auf so eine grundsätzliche Frage. Also ob man mit religiösen Denkweisen, wenn man davon ausgeht, dass man die Welt gar nicht beeinflussen kann, sondern die von jenseitigen Wesen beeinflusst wird, ob man mit so einer Einstellung, mit so einer religiösen, überhaupt in der Lage ist, irgendwelche linken, fortschrittlichen, emanzipativen Positionen einzunehmen. Das ist ja so der Kern, der dahinter steckt. Und jetzt ein im philosophischen Sinn materialistischer Denker, also ein Marxist zum Beispiel, würde das wahrscheinlich verneinen und würde sagen, menschliche Verhältnisse müssen als menschlich gemacht erkannt werden und dann sind sie veränderbar. Und nur mit so einer materialistisch-philosophischen Einstellung kann man überhaupt eine fortschrittliche Position einnehmen. Das ist jetzt insofern die Frage, ich überspringe jetzt schon mal hier ein bisschen. Ich habe dieses Buch 2003 geschrieben. Wir haben heute leider kein Exemplar da, weil ich es vergessen habe und ihr auch keins da habt. Darauf wird sich auch hauptsächlich mein Vortrag beziehen. Es geht so um die Entwicklung der Esoterik von ihren Anfängen bis heute. Jetzt habe ich seitdem in den letzten 4 Jahren weitergearbeitet an dem Thema Esoterik und habe eine Studie gemacht. Und zwar deswegen, weil ich auf vielen solchen Vortragsabenden wie heute, so Diskussionsabenden, waren auch immer wieder Esoteriker im Publikum, die dann in der Diskussion immer gesagt haben, ja, Claudia, das mag ja alles stimmen, was du da erzählst über Karma-Theorie und bla bla bla, das bestreiten sie auch alles gar nicht. Aber sie haben gesagt, meine persönliche Auslegung ist eine völlig andere und fühlten sich da von dieser ganzen politischen Kritik, die ich jetzt heute auch treffen werde, einfach überhaupt nicht tangiert. Also das ging völlig an deren vorbei, an deren Inhalten vorbei, und sie sagen, ich lege das einfach ganz anders aus. Und deswegen habe ich jetzt in den letzten Jahren gesagt, okay, dann will ich das jetzt wissen und habe ganz viele Einzelinterviews gemacht und mir von Esoterikern selber erzählen lassen, wie sie das denn sehen und wie sie das denn ausleben und was das für sie bedeutet. Grundsätzliche Sachen wie Wiedergeburt, Karma-Theorie, um die es noch gehen wird und so weiter. Und in dieser Studie bin ich drauf gekommen, dass Menschen ja im allerseltensten Falle eigentlich nur einer Weltanschauung sozusagen anhängen, sondern man spricht ja davon so einer Art Patchwork, also jeder Mensch hat so quasi verschiedene Weltanschauungen in sich drin, die er mal je nach Praktikabilität rauszieht, würde ich sagen, ja. Also beispielsweise bei Esoterikern, das spielt sich ja auch ganz oft im medizinischen Bereich ab, da geht man zum Homöopathen, da geht man zum Kinesiologen, falls ihr das kennt, wo man die Hand so hebt und dann sagt der Mensch einem was und je nachdem, ob das Resonanz im Körper hat oder nicht, geht dann die Hand ganz leicht runterzudrücken oder auch nicht. Da wird dann alle möglichen Medikamente werden auf diese Art dann ausgetestet und solche Sachen oder Bachblüten. Da glauben viele Menschen dran und das ist ja auch ein großes Problem, dass Menschen zum Beispiel mit schweren Krankheiten dann nicht zum normalen Mediziner gehen und sich helfen lassen. Aber oft ist es halt dann eben Gott sei Dank schon so, dass die Leute das halt einfach mal ausprobieren und irgendwann auch zu einem nach wissenschaftlichen Kriterien arbeitenden Arzt gehen und eben so ein Doppelding machen. Und das ist im seltensten Fall so, dass Menschen nur einer einzigen Weltanschauung angehören. Und deswegen ist es halt, glaube ich, auch so, dass beispielsweise Leute, die im christlichen Sinn jetzt mal abzugehen von der Esoterik gläubig sind, nicht alle komplett verloren sind für irgendeine fortschrittliche Weltanschauung, sondern dass ich auch viele gute Freunde habe, die gläubig sind und die, glaube ich, mehr tun für eine fortschrittliche Welt als viele andere, obwohl sie glauben, dass das ja eigentlich alles jenseitig gelenkt ist. Also ich glaube, es ist so ein Patchwork, womit die Leute rumlaufen.
Was ich total spannend fand, ist, als ich mich jetzt nochmals in die Geschichte der Esoterik vertieft habe, was ich sehr gerne tue, das ist eine sehr junge Religion, um es gleich mal vorweg zu sagen, die ist entstanden ungefähr vor 150 Jahren, also in Deutschland parallel auch zur deutschen Nationalstaatsentwicklung, und da finden sich ganz viele Parallelen, dass das eine Religion für die Moderne eigentlich ist. Und als ich mich jetzt, wie gesagt, abermals in diese Geschichte vertieft habe, bin ich auf Sachen gestoßen, die ich vorher noch gar nicht wusste und die mich total fasziniert haben. Und eins möchte ich davon kurz mal erzählen. Zu dieser Frage, muss Esoterik überhaupt reaktionär sein? Es gab auch mal andere Tendenzen in der Esoterik, das hat mich total fasziniert. Und zwar, als sie von USA nach England importiert worden ist, so im 19. Jahrhundert, erste Hälfte 19. Jahrhunderts, da gab es Leute, die sich der Arbeiterbewegung verbunden gefühlt haben und diese religiösen Inhalte esoterisch transportieren wollten. Und die haben dann zum Beispiel sich zu solchen, die haben zum einen Schulen gegründet, um gegen diese autoritären Prügelschulen was zu unternehmen, und wollten auch eine fortschrittlichere Bildung haben, klar auch mit religiösen Inhalten vermischt. Aber zum Beispiel einer, der hat mal ein ungeheuer lustiges Zitat, wie ich fand, gesagt, der hat sich dann an die Arbeiterbewegung gewendet und hat gesagt, ja, ihr erzählt immer alles, wie schlimm das hier ist und Klassenkampf und so weiter, aber jetzt, wenn ihr mal so argumentieren würdet, den Menschen zu sagen, dass wir alle wiedergeboren werden und dass wir dieses Leben hier quasi noch zigmal aushalten müssen, dann wäre das doch ein Argument, dass wir heute für die Verbesserung dieser Verhältnisse kämpfen, ja. Also das finde ich einfach jetzt irgendwie eine sympathische Auslegung, die hat mich sehr schmunzeln gemacht, weil ich sie so aus der heutigen esoterischen Szene halt überhaupt gar nicht kenne. Also da gibt es meines Erachtens kaum irgendwie solche, ich würde es mal sozialreformerischen Ansätze im weitesten Sinne nennen. Diese Linie ging dann auch nach Deutschland über. Also es gab hier auch einzelne Leute, wie zum Beispiel den Albert Donat, einen Spiritisten, der versucht hat, das in Deutschland auch zu tragen, so eine linkere Form von Esoterik. Den haben sie total eingemacht. Der hat hier keinen Fuß auf den Boden bekommen. Und das Problem ist halt schon, dass zumindest in Deutschland die Entwicklung der Esoterik, wie sie dann 150 Jahre stattgefunden hat, eine zutiefst reaktionäre war, die sich immer mit einer reaktionären Gesamtentwicklung in diesem Deutschen Reich gepaart hat, beziehungsweise immer im Prinzip aus sehr rechten Strömungen, auch wissenschaftlichen Strömungen raus, Zeitgeistströmungen raus, sich gespeist hat. Denn so ein Charakteristikum an Esoterik ist, dass sie immer versucht, nicht irgendwie... Also sie war ja insofern ein bisschen moderner, dass sie halt mit Mythen aufgeräumt hat, die katholische Kirche und die evangelische Kirche bis dahin noch rumgeschleppt haben, die sie für die neue Zeit sehr wenig kompatibel gemacht haben. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel mal dran, als Darwins Evolution der Arten rausgekommen ist, das war ein herber Einschlag für die Kirche. Ja. Da konnten die nicht mehr so einfach mit diesem Paradiesglauben von Adam und Eva, und der Mensch war immer in gleicher Gestalt auf der Welt und so weiter. Das hat also allen Menschen, die gesprochen haben für eine Weiterentwicklung auf der Welt und auch gegen die Kirche gesprochen haben, sehr viel Vorschub geleistet und der katholischen Kirche ein herbe Einbußen gebracht. Und zu dieser Zeit hat sich diese neue Form der Esoterik entwickelt, die immer versucht hat, an wissenschaftliche Erkenntnisse anzudocken. Also auch an Evolutionstheorie zum Beispiel, da kommen wir später noch zu. Da aber auch wieder die fortschrittliche Spitze abgebrochen hat und im Endeffekt wieder an Gottesglaube hingesetzt hat, aber versucht hat, einfach diese Brüche weniger spürbar zu machen. So einen weiten Exkurs wollte ich jetzt gar nicht machen, aber das waren so meine Gedanken zur Esoterik rechts und links in der katholischen Kirche. Ihr wisst, es gibt zum Beispiel die Theologie der Befreiung, die hierzulande auch keinen Fuß auf den Boden kriegt, die ich aber ganz hoch einschätze und die mit Sicherheit einiges bewiesen hat, dass sie für eine bessere Welt tun kann, in Lateinamerika der 60er Jahre. Hier sind die reaktionären Strömungen stärker, und in der Esoterik ist es leider halt auch so, dass sich so eine fortschrittliche Strömung nie und nimmer leider durchsetzen konnte. Das waren jetzt einfach so meine Gedanken zu diesem Einladungsflugblatt, die ich euch vorweg mal kurz hier sagen wollte. Und jetzt würde ich mit meinem regulären Vortrag sozusagen anfangen. Der findet auch wieder in der Gegenwart der Esoterik statt. Also ich schätze mal, mein Vortrag dauert, ich weiß es nicht genau, kann bis zu 2 Stunden dauern, 1,5 Stunden, wir können es aber auch gerne abkürzen. Ich habe es heute mal ein bisschen umgestellt, weil ich diesen Vortrag schon sehr lange mache und dachte, da muss mal wieder was Neues her, auch für mich, damit ich ein bisschen konzentriert natürlich bei der Sache bin. Deswegen gibt es heute eine PowerPoint-Präsentation zum ersten Mal, hoffe, dass das alles gut läuft. Der Vortrag wird, wie gesagt, auf die Geschichte der Esoterik eingehen, weil im Prinzip das, was jetzt an neuerer Esoterik wieder da ist, finde ich nichts anderes ist wie ein Aufguss von dem, was eigentlich schon mal alles da war. Esoterik ist ja seit den 90er Jahren in Deutschland ein absoluter Boom, ein Hype und überall. Wenn wir uns mal die Zahlen kurz angucken, ich habe euch mal so ein paar rausgeschrieben. Mal das letzte, 12 bis 13 Millionen Bundesbürger sind aktive Esoteriker. Das ist eine Schätzung. Es gibt keine verlässlichen Zahlen auf diesem Gebiet, auf die ich zurückgreifen könnte. Das ist in dem Fall eine Schätzung vom Forum Kritische Psychologie in München, die sich viel damit beschäftigen und auch Menschen beraten, die versuchen, aus diesem Glauben auszusteigen. Die schätzen das so.
diese 12 bis 13 Millionen. Dazu kommt eine ganz große Anzahl an sogenannten wohlwollend Tolerierenden, die ich auch erwähnen möchte. Also beispielsweise, wenn der Ehepartner anfängt, das Schlafzimmer nach Feng Shui-Kriterien umzustellen und das Bett muss jetzt dahin oder der Chef das Büro neu einrichtet oder der Kristall hängen muss, damit die Energie im Raum richtig fließt oder sowas, gibt es halt einen Haufen Leute, die sagen, ja, schaut ja vielleicht nicht und schauen wir mal und sowas. Also die würde ich dann im Prinzip noch dazu rechnen, aber es sind ein Haufen Leute, die da wirklich sehr aktiv sind. Man kann es ganz gut festmachen an den Zahlen des Buchmarktes, denn ihr wisst, wenn man in eine große Buchhandlung geht, ist oft eine ganze Etage für derartige esoterische Lebensratgeberliteratur bereitgestellt. Esoterik ist ja eine sehr marktförmig gestaltete Religion. Ne? Also da kann jeder hingehen, kann sich selber so eine Spielart raussuchen, was ihm gut gefällt, und man kann so ein bisschen die Tendenzen des Marktes und die insgesamt das Interesse und die Verbreitung ganz gut auch am Buchhandel festmachen. Das ist eine Möglichkeit, das irgendwie noch greifbar zu machen. Es ist seit den 90er Jahren so, dass ein Viertel aller Bestseller der Buchbranche aus dem Bereich Esoterik stammen und 15% des Gesamtumsatzes aus dem Bereich Esoterik kommen. Also das ist wirklich ein riesengroßes Marktsegment. Genau, das ist so die aktuelle Esoterik, und ich werde quasi in dem Vortrag auch immer ein bisschen wechseln. Und um auch den Ansprüchen der Jugendinitiative gegen Rassismus und Antisemitismus voll gerecht zu werden, ist der Vortrag wirklich darauf aufgebaut, zu gucken, was das einfach in der Esoterik ganz offen rassistische und antisemitische Inhalte transportiert werden. Ich würde sogar weitergehen, die Esoterik-Szene eine Vorreiterrolle dabei gespielt hat, in den 1990er Jahren Antisemitismus überhaupt wieder derart hoffähig zu machen, wie er momentan ist, mit bestimmten Publikationen, wo wir auch später noch drauf kommen. Und auch immer wieder dieser antidemokratische Charakter oder antidemokratische Vorstellungen, die sich über esoterische Theorie verbreiten, werden auch zur Sprache kommen. Genau. Jetzt fange ich mal an, wie ich damals zur Esoterik so ein bisschen gekommen bin. Ich saß damals im Wartezimmer, das war 1995, Mitte der 90er Jahre. Ich hatte zwei Zähne, die mir wehgetan haben, wo ich wusste, die Plomben müssen auch raus und rein. Und ich wusste ja schon was von diesen Umstrukturierungen im Gesundheitswesen und dass ich dann ja jetzt zuzahlen muss und dass alles individualisiert wird und so. Das war mir schon alles klar. Ich hatte da irgendwie mit 100 Mark gerechnet oder so. Und dann saß ich in dem Wartezimmer und habe dann zu dieser auslegenden Ratgeberliteratur gegriffen, die also so Zettel, die da eben rumliegen, diese Bücher, was man dann so liest. Und da lag ein Buch in dem Wartezimmer von meiner Zahnärztin. Und das hieß Krankheit als Weg und war von Torvald Detlefsen. Krankheit als Weg, vielleicht kennen das auch einige von euch. Es ist ein Klassiker der Esoterikliteratur in den späten 80er oder in den 80er Jahren schon rausgekommen, sogar in den frühen 80er Jahren. Torvald Detlefsen schreibt in diesem Buch, dass Krankheiten nie entstehen, wie man sich das so denkt, durch irgendwelche Viren oder Bakterien oder sowas. Das sei alles völliger Humbug, das sei überhaupt nicht richtig. Also völliger Schmarrn. Dadurch entstehen keine Krankheiten, sondern Krankheiten entstehen immer dann, wenn man quasi eine spirituelle Reifeaufgabe mit sich rumträgt im Leben, und das tut nach seiner Einschätzung jeder von uns, derer sich nicht gewahr wird und die freiwillig, um die freiwillig einzulösen, wenn man das also nicht tut, dann holt einen sozusagen die Krankheit ein. Und er könne also mit astrologischen Berechnungen einem sagen, was man so für ein Aufgabenbündel aus den Vorleben, denn Esoterik geht durchweg davon aus, dass Menschen öfter leben und wir alle schon öfter auf der Welt gewesen sind, und aus den Leben unserer Vergangenheit bringen wir sozusagen ein Aufgabenbündel mit heute. Je nachdem, ob wir in der Vergangenheit nach den kosmisch-göttlichen Gesetzen gelebt hätten oder auch nicht, haben wir gutes oder schlechtes Karma. Das kann man sich wie so ein jenseitiges Karma-Konto vereinfacht vorstellen. Damit kommt man auf die Welt, das muss man dann abtragen. Im Sinne, dass es im nächsten Leben auch besser wird. Und er könnte das also astrologisch berechnen, was da jeder irgendwie gemacht hätte im Vorleben und was da für eine Aufgabe wäre. Dieses Buch steht vornehmlich rum bei Frauen so ab die 40, 45 würde ich sagen. Das ist auch so eigentlich das Esoterik-Klientel schlechthin, also vornehmlich weiblich, gut situiert, in etwas, ja, so 40 aufwärts. Und es sind oftmals Menschen, die einfach auch aufgrund ihres Alters, wo bestimmte Krankheiten auftreten, wie zum Beispiel Krebs, die einfach in dem Alter auch verstärkt auftreten. Und es sind Menschen, die davon enttäuscht worden sind, dass sie bei einer sogenannten schulmedizinischen Behandlung
vielleicht die Krankheit behandelt wird, aber sie einfach null Hilfestellung bekommen haben, wie sie psychosozial diese Krankheit auch irgendwie in ihr Leben, in ihr Denken und in ihr eigenes Gefühl integrieren können. Und da stehen dann ganz häufig solche Bücher. Ich habe also dann geblättert in Krankheit als Weg, habe dann gleich nachgeschlagen unter Zahnschmerzen logischerweise. Und da stand dann drinnen, dass ich verdrängte Aggressionen habe, weil ich sinnbildlich nicht mehr richtig zubeißen könnte. Das ist also so eine ganz starke Übertreibung von wegen, wenn du irgendwie Schmerzen hast, dann geht dir die Galle über und weil dir alles zu viel ist und so. Also so ganz platte psychosomatische Aussagen einfach sind das dann. Genau. Ich hatte jetzt die verdrängten Aggressionen. Ich habe dann bei anderen Sachen nachgelesen. HIV zum Beispiel bekämen Leute, die zu wenig in liebevoller Hinwendung für andere gelebt hätten und so dieses klassische Lustmolch-Denken und so, hat er dann so vor sich gegeben. Naja. Torvald Detlefsen hat noch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel auch ein Buch Schicksal als Chance. Und da geht er noch weiter, also das ist auch ein ganz verbreitetes Buch, und da geht er noch weiter und behauptet wirklich, dass alles und jegliches, was einem Menschen zustößt, also nur etwas ist, was er, könnte man fast sagen, sozusagen will, braucht, weil es halt aus Vorleben mitgenommen wird. Und er gibt da ein ganz krasses Beispiel, was ich euch mal ganz kurz zitieren möchte. Er gibt da ein Beispiel von einem Menschen, von einem Mann, der Familienvater ist und der einen Autounfall hat, weil ein anderer Autofahrer sehr betrunken war und ihn zu Tode gefahren hat. Zitat jetzt aus Schicksal als Chance. Unsere gewohnte Reaktion. Tiefes Mitleid mit dem harten Schicksal des, Entschuldigung, der war nicht tot, der war gelähmt. Was rede ich? Unsere gewohnte Reaktion. Tiefes Mitleid mit dem harten Schicksal des gelähmten Familienvaters. Wut und Abscheu vor der Verantwortungslosigkeit des betrunkenen Autofahrers. Die Wirklichkeit ist anders. Der Unfall und die Folgen sind das Schicksal des Familienvaters, für das er alleine die Verantwortung trägt. Deshalb ist dieser Unfall auch in seinem Horoskop sichtbar. Die inhaltliche Konstellation dieses Horoskopes musste sich ihre formale Verwirklichung zwangsläufig in der Umwelt holen. In diesem Falle über die Unachtsamkeit eines Betrunkenen. Die Art der Verwirklichung ist jedoch sekundär. Entscheidend ist die unbewusste Bereitschaft. Weiter sagt er, selbst ein Mörder könne seine Tat ausschließlich nur an einem Menschen begehen, der inhaltlich für ein solches Ereignis die Bereitschaft mitbringt. Was das Opfer anbetrifft, so ist, unter dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachtet, alles in Ordnung. Es suchte eine Todessituation und fand sie, indem es einen anderen Menschen zur Schicksalsverwirklichung benutzte. Dieser andere Mensch, der Mörder, hat mit der Tat seinem Opfer einen Gefallen erwiesen. Soweit Torvald Detlefsen. Und ich finde es halt immer wieder frappierend, dass solche Sätze ganz offen wirklich in diesen Büchern stehen, die Tausende von Menschen, mit denen ich dann auch so rede, also ich rede nicht mit Tausenden von Menschen, aber viele Esoteriker, mit denen ich rede, die einfach auch zu Hause haben. Und wenn man sie dann auf sowas anspricht, ist immer so, weiß ich jetzt gerade nicht oder sowas. Ne? Aber im Prinzip diese Deutungsmuster für das eigene Leben dann leider trotzdem greifen. Was hier auch in diesem Zitat durchscheint, ist so das Grundsatzdogma, das ich eigentlich für die Esoterik formuliert gefunden habe. Das bedeutet, alles, was geschieht, ist richtig, weil es geschieht und folgt einer höheren Ordnung. Wenn, dann hat man den eigenen Sinn nicht erkannt, aber erstmal alles per se, was auf dieser Welt passiert, wird als richtig erklärt. Was das nun bedeutet, wenn man diesen Grundsatz, dass alles, was passiert ist und jemals passiert ist, richtig ist, auch auf die Geschichte und vor allem auf die deutsche Geschichte ausdehnt, das ist, denke ich, klar. Und das ist jetzt keine besondere Unverfrorenheit von mir, dass ich jetzt sage, überlegt euch das mal anhand der deutschen Geschichte, sondern das ist leider gerade etwas, was die esoterische Szene eben mit Vorliebe selbst tut, diesen Grundsatz auf die deutsche Geschichte auszudehnen und sich viel damit zu beschäftigen, mit der Nazi-Vergangenheit. Einer, der das am allerdeutlichsten gemacht hat und einer von den beiden, also es gibt zwei Bücher auf dem deutschen Esoterikmarkt, die verboten worden sind, die indiziert worden sind. Dieses Buch ist eins davon, es ist trotzdem breit gelesen worden. Das andere, da kommen wir später noch zu, ist ein absoluter Renner und diese Thesen sind auch gang und gäbe in der esoterischen Szene. Deswegen möchte ich es jetzt einfach trotzdem kurz erwähnen. Obwohl es verboten worden ist damals. Also dieses eine Buch, auf das ich mich jetzt beziehe, ist von dem Herrn Tom Hockemeyer. Der nennt sich Rückführungstherapeut, macht also mit Menschen für teuer, teuer Geld Wochenendseminare, wo er sie angeblich in ihre vorherigen Leben zurückführt und ihnen erzählt, was da los gewesen ist.
nennt sich mit Szenename Trutz-Hado, also taucht nicht unter Hockemeyer, sondern unter Trutz-Hado auf, ist in den 90er Jahren auch breit durch die Presse gereicht worden, bei irgendwelchen Talkshows und so haben sie ihn eingeladen mit seinen Thesen und gehypt. Und der hat ein Buch geschrieben in den 90ern mit dem Titel »Jedem das Seine«. Dieser Titel war ganz bewusst gewählt. Das ist ein Titel, der unter anderem über dem Eingangstor vom Konzentrationslager Buchenwald und von vielen anderen Lagern gestanden ist, jedem das Seine. Und er hat ihn bewusst gewählt, um eben diese Karma-Theorie auf die deutsche Geschichte damit auszudehnen. Im Gegensatz zu dem anderen Buch, was indiziert ist, wo wir später zu kommen, habe ich dieses Buch nie persönlich in die Finger gekriegt. Ich habe allerdings die Urteilsbegründung des Richters gelesen und der zitiert sehr, sehr ausführlich, warum er dieses Buch verboten hat. Das ist also, finde ich, eine sehr gute Urteilsbegründung und da habe ich mir drei Zitate aus diesem Buch rausgesucht. Und die möchte ich euch einfach mal kurz sagen, was denn da so drinnen steht. Erste Reihe, würdest du es gerade mal vorlesen, vielleicht für alle, wärst du so lieb. Es bricht auch kein Vulkan unvorhergesehen aus, denn sein Ausbruch ist als Konstante, schon auf die Sekunde vorher berechnet. Kein Blitzstrahl sucht sich zufällig ein Opfer, kein Kind verstaubt sich zufällig den Arm, wie auch in den Konzentrationslagern kein Schlag fiel, der nicht als Notwendigkeit vorher einkalkuliert war. Alles, was passiert, ist richtig. Genau. Im nächsten, also man muss vielleicht noch zu diesem Buch davor sagen, das ist ein Buch, das ist ganz schön gemacht, das ist ein sogenannter 7-Farb-Roman, also das ist in ganz vielen verschiedenen Farben geschrieben und sowas und Trotzado hat das Buch so aufgebaut, wie das auch üblich ist in der esoterischen Szene, also der spielt da selber so einen unbedarften Leser, der sich so mit ganz unbedarften Fragen durch dieses Buch fragt und dann von verschiedenen Geistern jeweils Antwort bekommt, dass die Welt doch eigentlich ganz anders beschaffen ist, als man sich das bisher mal gedacht hat. Also der Appell an den Leser, an die Leserin ist sozusagen am Anfang zu sagen, jetzt tu mal alles, was du weißt über die Welt, was du dir bisher an Gedanken gemacht hast, einfach mal weg und tu so, als könnte nicht alles doch ganz anders sein, als hätten irgendwie, wären die UFOs gekommen und hätten diese Welt erschaffen oder sowas. Also mit diesem Stilmittel ist dieses Buch auch aufgebaut. Und das nächste Zitat geht darum, dass also der Leser wieder einfach unbedarft fragt und dann eine Antwort bekommt. Und das nächste Zitat bezieht sich schon direkt auf den Holocaust. Da wird also davon ausgegangen, dass jüdische Leute damals Vorleben hatten, wo sie ungeheuer viel Schuld schon auf sich geladen hätten. Warum, bleibt völlig unklar. Das ist nun mal so, dass jüdische Leute viel Schuld haben. Und dann bekommt er Antwort. Und ich muss euch noch eins sagen vor dem letzten Zitat, vor dem nächsten Zitat, bevor wir das lesen. Da kommt das Wort Wassermann-Zeitalter bzw. New Age, neues Zeitalter vor, dieses Wort. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alle wisst, aber New Age ist sozusagen ein Synonym für diese gesamte esoterische Szene. New Age bezieht sich darauf, dass in der ESO-Szene kollektiv erwartet oder kollektiv erstmal davon ausgegangen wird, dass die Welt unter astrologischen Gesetzmäßigkeiten steht, also dass gewisse Planetenkonstellationen Einfluss hätten auf das, wie es auf der Erde zugeht und wir alle miteinander umgehen. Wieso diese ganzen astrologischen Berechnungen totaler Quatsch sind, müsste man einen eigenen Abend drüber machen und das mal auseinandernehmen. Ich sage das jetzt einfach so. Und man geht davon aus, dass die Welt ungefähr bis zur Jahrtausendwende unter dem Einfluss des Fischegestirns gestanden ist und wir jetzt gerade zum Umbruch in ein neues Zeitalter sind. Also deswegen New Age, das neue Zeitalter. Das wird das Wassermann-Zeitalter sein. Und wer jemals von euch hergesehen hat, dieses schöne Musical aus 68 und sich an den Titelsong kurz mal zurückerinnert, Aquarius ist der Titelsong und da wird genau diese Ideologie besungen. When the moon is in the seventh house and Jupiter allies with March, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Also wenn Mond und Jupiter in der Konstellation und der Pluto und so vielten Haus, dann wird Friede auf die Welt kommen und Liebe wird zwischen den Menschen regieren und dann wird alles gut. Das ist das Heraufbrechen des Zeitalters von Aquarius. Also dieses New Age ist das Zeitalter des Aquarius, auf das kollektiv gewartet wird und wir sind hier gerade angeblicherweise in der Umbruchsphase. Und davon spricht er auch, darauf bezieht sich das nächste Zitat, Entschuldigung für den langen Exkurs, aber dann versteht man es auch besser. Also viele, die zwar im Jenseits die Notwendigkeit ihrer bevorstehenden Judeninkarnation einsahen, hatten doch Beklemmungen, eine solche schon antreten zu sollen. Man schob so vor sich her. Aber im 20. Jahrhundert wollten Millionen von ihnen gemeinsam durch die Erdenhölle wandern. Denn das gemeinsame Leiden so vieler war doch für die meisten von ihnen etwas Tröstliches und Muteinflößendes. Ja, sie wussten von einem späterhin bevorstehenden neuen Erdenzeitalter, New Age, in welches sie so karmisch unbelastet wie möglich hineingeboren werden wollten, um dort neuen Aufgaben entgegenzusehen. Darum waren viele bei der Vorausplanung ihres Erdenschicksals so ehrgeizig,
dass sie ihre sämtlichen, noch nicht ausgeglichenen Vergehen in eben dieser jetzt durchlebten Inkarnation auszugleichen bestrebt waren. Also Inkarnation, ne, wenn man einmal reinkarniert, also einmal inkarniert, also geboren wird sozusagen. Genau, also das ist die Erklärung. Die wollten durch diese Erdenhölle wandern, die wollten quasi durch Auschwitz gehen. Ja, das ist dann auch ein Grund, warum dieses Buch wegen Volksverhetzung verboten worden ist. Und jetzt noch kurz, das ist ein ganz kurzes Zitat, das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil die eine krasse wie das andere sind. Als letztes, das ist also nochmal eine Frage des unbedarften Lesers, was jetzt kommt. Und der Allgeist Asurbanipal antwortet ihm dann in violetter Farbe. Frage, hat Hitler eine nur wenig entwickelte Seele, da er solch grauenvolle Urteile sprechen konnte? Der Allgeist Asurbanipal antwortet dazu, wo oder wie du Hitler nach seiner seelischen Reife einzustufen vermagst, soll dir selbst überlassen bleiben. Doch bedenke, nicht er hat den Juden das Schicksal der Gaskammern zuerteilt, sondern jene haben es sich selbst ausgesucht. Denn nichts geschah gegen ihren Wunsch und ihren Willen. Hitler ist nur der Vollstrecker ihres Willens. Also ich denke, es ist eine Täter-Opfer-Umkehr, wie man sie in größerer Reihenform eigentlich nicht mehr hinschreiben kann, was da passiert. Aber dennoch wurde er mit solchen Thesen eingeladen und weitergereicht. Ich halte das so. Genau, also, wo kommen die ganzen Sachen eigentlich her? Diese Frau ist die Helena Petrovna Blavatsky. Eine gebürtige Ukrainerin, ist in sehr frühen Jahren mit einem Adligen verheiratet worden, der viel, viel älter war wie sie, wollte sie auch eigentlich gar nicht, ist dann abgehauen, hat sich rumgetrieben in ganz Europa, in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und damals gab es Esoterik wie heute noch nicht so. Man konnte nicht irgendwo hingehen und konnte sich ein dementsprechendes Buch kaufen. Es gab aber natürlich viele Leute, die irgendwelche Geheimwissenschaften betrieben haben, die Esoterik gespeist haben. Ja, es gab irgendwelche geheime Männerbünde, es gab irgendwelche Gurus aus Indien, die in Ägypten, in England, sonst noch wo gesessen sind und da jeweils einfach so eine bestimmte Form von anderer Religiosität gelebt haben. Und die Blavatsky ist zu möglichst vielen von denen hingefahren und hat sich einweihen lassen in deren Lehren, hat es mitgemacht und hat dieses ganze Wissen versucht aufzusaugen. Und dann hat sie gesagt, ich gründe eine neue Weltreligion. Das hat sie auch wirklich, also ist nicht übertrieben, sondern das wollte sie wirklich machen. Und sie hat gesagt, sie möchte mit ihrer neuen Weltreligion alle bisherigen Religionen, die es gibt und gab, vereinen und synkretistisch zusammenschmelzen zu einer neuen Religion. Sie hat dann ein Buch rausgebracht oder ein vierbändiges Werk sozusagen. Erst Isis entschleiert ein Werk und ein Werk, das heißt die Geheimlehre. Ein großes vierbändiges Ding und da hat sie ihre ganzen Gedanken über diese neue Religion reinformuliert. Das ist 1888 rausgekommen und das würde ich so als den Startschuss der Esoterik oder dieses Gründungsjahr der modernen Esoterik eigentlich definieren. Weil damals war zum ersten Mal so ein Wissen zugänglich für alle möglichen Leute. Sie hat eine Gesellschaft gegründet mit anderen Leuten zusammen, um dieses Wissen oder um diese Religion zu verbreiten. Die nannte sich Theosophische Gesellschaft, TG abgekürzt. Theosophie, Gottesweisheit übersetzt. Das war ihre Gesellschaft und die hat sich ganz schnell in ganz, ganz vielen Staaten auf der ganzen Welt gegründet. Auch in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland wurde deren Generalsekretär übrigens Rudolf Steiner und er hat auch in seiner späteren Lehre der Anthroposophie, die er gegründet hat, diese ganzen Grundlagen, die die Blavatsky da geschaffen hat, mit rübergenommen und ein bisschen modifiziert wieder angewendet. Was ihr hier links seht, ist das Siegel der Theosophischen Gesellschaft, das die Blavatsky sich ausgedacht hat. Also drüber ein hinduistisches Zeichen, dann kommt das Hakenkreuz in dem kleinen Kreis oben drüber, verschiedene andere Symbole und außen drum steht, keine Religion ist höher als die Wahrheit. Die Blavatsky hat gesagt, dass sie sich ihre Religion gar nicht selber ausgedacht hat, sondern dass das ihr alles, ihre ganzen Schriften ihr eingegeben worden sind von jenseitigen, ihrem vertrauten Tibeter im Jenseits, so hat sie das genannt. Denn auf Blavatsky beruft sich auch schon dieser Tibet-Mythos, der jetzt mit dem Dalai Lama hier in Deutschland gerade ganz fröhliche Urstände feiert. Das geht auch auf die Frau Blavatsky zurück. Die Frau Blavatsky hat nämlich behauptet, also sie hat auch versucht, nach Tibet zu reisen. Man weiß nicht genau, ob sie es jemals wirklich geschafft hat, dort anzukommen, aber sie hat es auf jeden Fall versucht. Denn sie hat behauptet, dass dort in unterirdischen Höhlen alte
alte Urkulturen der Menschheit ihr spirituell hochstehendes Wissen aufbewahrt hätten mit Schriftstollen und so weiter. Denn sie geht davon aus, dass die Menschen einst viel weiter waren, als wir heute sind in spiritueller Hinsicht und wir sozusagen ein bisschen degeneriert sind im Laufe der Entwicklung und uns da wieder hin entwickeln werden. Das war ihr ein ganz, ganz wichtiges Konzept oder ein ganz zentraler Bestandteil ihrer Geheimlehre und ihres Denkens war es, nämlich der Evolutionstheorie sozusagen etwas entgegenzusetzen. Auch ganz wörtlich so. Sie hat die Evolutionstheorie, die 20 Jahre zuvor veröffentlicht worden ist, aufgenommen und hat so eine eigene esoterische Menschheitsentwicklungsgeschichte fabuliert, die ich mal kurz darlegen möchte, weil sie ganz zentral geworden ist. Sie sagt also, anders als die katholische Kirche, die Menschen sind nicht schon immer so gewesen, wie wir heute voreinander stehen, Männlein, Weiblein, feste Form und so, sondern ganz anders. Wir seien einst ätherische Wesen gewesen, die im Weltraum umeinander schwappten und seien erst später in der dritten menschlichen Art sozusagen auf die Erde hinabgestiegen und hätten uns ausdifferenziert in Männlein, Weiblein. Jetzt wird's ein bisschen krude. Sie sagt, die Menschheit entwickele sich und zwar in sogenannten menschlichen Wurzelrassen. Also sie spricht da von menschlichen Rassen, Wurzelrassen, höheren und niederstehenden, die sich auseinander raus fortentwickeln, dann wieder hin zum Höheren. Also so dieser evolutionäre Gedanke, der ist da einfach drinnen, ja, da ist sie nicht dran vorbeigekommen. Wenn ich jetzt im Folgenden das Wort Wurzelrassen, menschliche Rassen, niedere, höhere sage oder sowas, dann verseht das bitte mit diesen Anführungszeichen, das sollen dann Zitate von der Blavatsky sein oder später vom Steiner. Die dritte Wurzelrasse, die sogenannte Lemurische, wird dann spannend, die sind wir dann auf der Welt, teilen uns in die Geschlechter auf. Und in der vierten Wurzelrasse, es soll insgesamt 7 dieser Zahl geben, was danach passiert, habe ich in ihrem ganzen Werk nicht gefunden leider. Die sogenannte vierte Wurzelrasse, in der befinden wir uns momentan. Das ist die sogenannte Atlantische Wurzelrasse, denn wir seien auf Atlantis als erstes gekommen, auf diesem sagenumwobenen Kontinent. Und ihr müsst euch das so vorstellen, sie denkt, dass aus den Besten der alten Wurzelrasse sich die neue Wurzelrasse herausentwickelt und alle anderen, deren Zeit ist sozusagen auf dem Weltenplan um und die sterben dann. Also sterben aus wegen irgendwas, Krankheiten und so weiter. Also sie hat dann zum Beispiel mit dieser Denkweise die weltpolitischen Geschehnisse der letzten Jahrhunderte versucht auszudeuten. Da ist sie dann gekommen auf die Ausrottung von Völkern in dem kolonialisierten Amerika. Das hat sie dann so erklärt mit ihrer Theorie. Ein Dezimierungsvorgang findet über die ganze Erde statt unter jenen Rassen, deren Zeit um ist. Es ist ungenau zu behaupten, dass das Aussterben einer niederen Rasse ausnahmslos eine Folge der von den Kolonisten verübten Grausamkeiten oder Misshandlungen sei. Rothäute, Eskimos, Papuas, Australier, Polynesier und so weiter sterben alle aus. Die Flutwelle der inkarnierten Egos ist über sie hinweggerollt und ihr Verlöschen ist daher eine karmische Notwendigkeit. Also die Kolonisten haben sozusagen ein bisschen nachgeholfen, aber eigentlich war das alles auf dem Weltenplan vorhergezeichnet, was da passiert. Die momentan am höchsten stehende Rasse hätte sozusagen das Recht auf Weltherrschaft und alle anderen gehen unter. Jetzt ist es so, dass eine Wurzelrasse, von denen es ja 7 geben soll, nicht eine einzige ist, sondern die unterteilt sich wieder in 7 Unterwurzelrassen in ihrem Denken. Und wir befinden uns momentan in der 5. Unterrasse der 4. Wurzelrasse, also der Atlantischen. Und das ist dann die germanisch-angelsächsische Wurzelrasse, in der wir uns befinden. Und das heißt, die Germanen, Angelsachsen, seien die, die momentan das Recht auf Weltherrschaft hätten und sich deswegen durchzusetzen haben. Und alle anderen haben ausgeschlossen auf der Welt. Genau. Dass das alles so passiert mit der Welt, ist deswegen so, weil es eine große jenseitige Bruderschaft gäbe, hat sie aufgeschrieben. Das ist die sogenannte weiße Bruderschaft, also Farbe Weiß hat sie damit gemeint. Und da hat sie alle drin rein vereint, die große Religionsstifter waren. Die säßen also im Jenseits und beräten da, wie dieser Weltenplan durchzuführen sei. Da sind also Jesus drin, Buddha drin, Krishna und so weiter. Und die theosophische Gesellschaft, die gibt's ja bis heute. Und verschiedene Vorsitzende der unterschiedlichen Richtungen der theosophischen Gesellschaften, die es mittlerweile gibt, haben dann also immer noch mehr Leute in diese große weiße Bruderschaft hinzugefügt, die da auch sitzen. Mittlerweile sitzen da zum Beispiel auch Hitler und Mussolini mit drin als große weiße Männer, die den Weltenplan lenken. Ja,
Die Blavatsky hat viele fernöstliche Religionselemente mit in diese neue Lehre aufgenommen. Daher kommt eben auch aus diesen fernöstlichen Religionen Hinduismus und Buddhismus dieser Glaube an Reinkarnation und Karma, der ja ganz, ganz wichtig war und der eben dadurch sich zentral als Grundlagenelement bis in die heutige, also in die heutige Esoterik reintransportiert hat. Den Juden stellt Blavatsky übrigens von Anfang an eine Sonderstellung anheim in ihrem Völkerreigen, das sie da so aufmalt. Die Juden sind nämlich keine normale Menschenrasse, sagt sie, wie alle anderen, sondern sie sind ein Zitat, eine künstliche arische Rasse. Sie sind ein abnormes und unnatürliches Bindeglied zwischen der vierten und fünften Wurzelrasse und die stellt sie ganz weit raus aus ihren sonstigen Zeichnungen, wie sie die Menschen so evolutionär malt. Ja, der Steiner, der Rudolf Steiner, den ihr mit Sicherheit alle kennt, weil er unter anderem der Begründer der Waldorfschulen ist, die heute mit der Anthroposophie, die diese Waldorfschulen ja ideologisch trägt, sozusagen die größte staatlich finanzierte Sekte in diesem Land bis heute ist, die unglaublich viel Geld vom Staat abziehen für ihre Schulen und sonstigen Einrichtungen, die eine eigene Hochschule besitzen in Wittenherdecke, die eigene Stiftungsprofessuren millionenschwere vergeben und dadurch ihre anthroposophische Lehre an normale Hochschulen schon gebracht haben. Aber das ist jetzt schon heute. Ich wollte eigentlich sagen, was der Steiner damit zu tun hat. Der Steiner war Generalsekretär der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland, hat sich vielmals mit der Zentrale gestritten über diverse Fragen. Schlussendlich ist er dann 1913 ausgetreten. Der Anlass war dann, weil die Theosophische Gesellschaft verkündet hat, dass Jesus wiedergeboren wird, und zwar in dem Hindu-Jungen Krishnamurti. Und Steiner sehr rassistisch war und ihm das quasi nicht einging, dass jetzt unser Jesus in diesem Hindu-Jungen da wiedergeboren sein soll. Das hat er also abgestritten, das zu glauben, ist dann ausgetreten und mit ihm sind 80% der deutschen Anhängerschaft ausgetreten und haben weg von der Theosophischen Gesellschaft die Anthroposophische Gesellschaft gegründet. 60.000 Kinder täglich, ich glaube allein in Deutschland, die in diese Schulen gehen. Und der Steiner hat also, wie gesagt, diese ganzen Geschichten von Wurzelrassentheorien und so weiter aufgenommen. Das wird bis heute gelehrt in den Waldorfschulen. Das ist immer relativ schwierig, diese Waldorfschulen für irgendwas zu sagen, das macht ihr oder das macht ihr nicht, weil da jeder Lehrer ja relativ freigestellt ist, was er machen kann. Da gibt's keinen Lehrplan, wo man mal irgendwas einsehen kann oder sowas. Es gibt dann immer wieder so Skandale, dass zum Beispiel auf der Empfehlung für die Lehrpläne steht, für den Geschichtsunterricht zum Beispiel, da gibt der Bund der Freien Waldorfschulen dann so Empfehlungen raus. Da stand also bis vor ein paar Jahren noch drauf von Ernst Uhly, Atlantis und das Rätsel der Eiszeitkunst, wo also behauptet werden, wir kämen hier alle von den germanischen Vorfahren und hätten auf Atlantis gelebt und die ganze Wurzelterrassentheorie wurde darunter gebetet und die hochstehenden Arier, von denen die Deutschen abstammen. Es wurde ihnen jahrelang gesagt, das ist ein Buch aus der Nazi-Zeit, so ist es auch in der Diktion geschrieben, wurde ihnen jahrelang gesagt, das bitte doch runterzunehmen und sie haben es nicht getan. Das Problem ist, an der deutschen Anhängerschaft von Rudolf Steiner, wie ich das sehe, dass die einfach buchstabengetreu jedes Wort, was der Typ mal geschrieben hat, nachbeten und dann nicht bereit sind, irgendeine Kritik dran zuzulassen. Das ist in anderen Ländern zum Teil schon anders. Also in den Niederlanden war es so, dass um die Jahrtausendwende rum das Werk Steiners, und Steiner hat saumäßig viel geschrieben, also Gesamtausgabe, ich glaube 700 Bände, es wurde auch ganz viel mitprotokolliert, wenn er irgendwo einen Vortrag gehalten hat. Und da wird also, genau, und da steht halt einfach viel rassistisches und antisemitisches Zeug auch drin. Und in den Niederlanden hat also die Anthroposophische Gesellschaft selbst dann eine Untersuchungskommission über das Werk von Rudolf Steiner ins Leben gerufen und hat sich dezidiert von einzelnen Stellen distanziert und hat gesagt, da stehen wir heute nicht mehr zu. Ja? Und in Deutschland war das also jahrelang unmöglich. Die haben sich total angestellt und haben sich also gegen alles, was von außen kam, fanden sie sich immer fürchterlich angepinkelt. Das ging dann so weit, dass vor 2 Jahren, im Jahr 2007, 2 Werke von Rudolf Steiner fast auf dem Index gelandet werden. Und ich dachte damals wirklich, das geht jetzt durch bei der Bundesregierung, dass diese 2 Dinger verboten werden. Da stehen ganz krasse Zitate drin. Ich kann euch mal eins vorlesen. Die Weißen sind eigentlich diejenigen, die das Menschliche in sich entwickeln. Die weiße Rasse ist die zukünftige, die am Geiste schaffende Rasse. Wie er sich so eine Entwicklung vorstellt von Menschen, Rassen. Mal ein kurzes Zitat dazu, weil es einfach auch witzig ist, ihn zu hören.
Er schreibt an einer Stelle, diese Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, dass sie alles Licht und alle Wärme vom Weltenraum aufsaugen. Sie nehmen das auf. Und dieses Licht und diese Wärme im Weltenraum, die kann nicht durch den ganzen Körper hindurchgehen, weil ja der Mensch immer ein Mensch ist, selbst wenn er ein Schwarzer ist. Es geht nicht durch den ganzen Körper durch, sondern hält sich an der Oberfläche der Haut und da wird die Haut dann selber schwarz. Überall nimmt er Licht und Wärme auf, überall. Das verarbeitet er in sich selber. Da muss etwas sein, was ihm hilft bei diesem Verarbeiten. Das ist namentlich sein Hinterhirn. Beim Neger ist daher das Hinterhirn besonders ausgebildet. Das geht durch das Rückenmark. Und das kann da alles, was da im Menschen drinnen ist, an Licht und Wärme verarbeiten. Daher ist beim Neger namentlich all das, was mit dem Körper und dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Er hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, Instinktleben. Und weil er eigentlich das sonnige Licht und Wärme da an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein Stoffwechsel so vor sich, wie wenn er in seinem Inneren von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird das drinnen fortwährend richtig gekocht. Und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn. Und wir Europäer, wir armen Europäer, haben das Denkleben im Kopf sitzen. Und daher ist Europa immer der Ausgangspunkt für alles dasjenige gewesen, was nun das Menschliche so entwickelt, das zur gleichen Zeit mit der Außenwelt in Beziehung kommt. Wenn der Neger nach dem Westen auswandert, wenn die Neger nach dem Westen auswandern, da können sie nicht mehr so viel Licht und Wärme aufnehmen wie in ihrem Afrika. Daher werden sie kupferrot, werden Indianer. Das kommt daher, weil sie gezwungen sind, etwas von Licht und Wärme zurückzuwerfen. Das glänzt dann so kupferrot. Das können sie nicht aushalten. Daher sterben sie als Indianer im Westen aus, sind wiederum eine untergehende Rasse. Sie sterben an ihrer eigenen Natur, die zu wenig Licht und Wärme bekommt, sterben am Irdischen. Die Weißen sind eigentlich diejenigen, die das Menschliche in sich entwickeln. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel aus so einem Buch, was dann indiziert werden sollte. Ich kann euch wirklich nur lesen, nur raten. Habt bitte keine Berührungsängste vor dem Rudolf Steiner. Wenn euch mal irgendwo ein Buch in die Hand fällt von ihm im Antiquariat oder in der Bibliothek, nehmt es, lest da rein. Der schreibt Sätze, das ist total abgefahren. Da denkt man wirklich, der muss total unter Drogen gestanden sein, was der für Sachen zusammenschreibt. Das ist der absolute Oberhammer und es ist auch wirklich lustig zum Teil, diesen Steiner zu lesen. Wahrscheinlich wollen die Anthroposophen immer deswegen nicht, dass man ihn liest und deswegen könnte ihn auch keiner verstehen, der nicht eingeweiht ist und so. Aber man macht das einfach beim Steiner wirklich mal, ja? Aus welchem Jahr war das Zitat? 1913. Nein, falsch. Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Vortrag vom 3. März 1923. War das Zitat jetzt gerade? Genau. So, ich dachte wirklich, dass es diesmal durchgeht mit dieser Indizierung, weil die Gutachten sehr eindeutig und relativ gut war. Und es ist nicht durchgegangen, sondern der Verlag bringt jetzt Neuauflagen heraus mit Kommentierungen versehen zu diesen Stellen, dass man die alle zeitgebunden verstanden müsste und so weiter, steht dann da drinnen, weil es ja damals ganz normal war, so zu denken, wird dann immer behauptet. Das ist so die Standardargumentation der Anthroposophen, dass damals alle so gedacht hätten, was ich immer ziemlich hanebüchen finde und geschichtsblind. Es ist auch kein Wunder, dass sie mal wieder gut weggekommen sind, denn die Anthroposophen sind ein weit verzweigtes Netzwerk. Sie haben nicht nur diese Waldorfschulen, sondern sie haben absolut gigantische Förderer in ihrem Verein. Jetzt von der aktuellen Bundesregierung weiß ich es nicht, aber der Schili zum Beispiel, ne, ist im Freundeskreis der Waldorfschulen. Die verblichene bayerische Kultusministerin Monika Hohlmeier hat hier ihre Kinder auf Waldorfschulen und so weiter. Also es sind riesen viele Politiker, die da dabei sind. Die kriegen auch immer wieder, wenn ihre Hochschulen kurz vorm Abkacken sind, kriegen sie sonstige Staatskredite reingeschoben. Genau, und deswegen haben sie einfach so einen riesen Einfluss, dass es mal wieder geklappt hat, diese Bücher auch leider rauszugeben. Ja. Ah ja, als sie da vor 5 Jahren ungefähr so unter Beschuss geraten sind, das war ja eigentlich auch was Neues, dass die Anthroposophen wegen den Sachen, die sie machen, unter Beschuss geraten. Denn sie gelten ja mit ihren Waldorfschulen auch immer noch so ein bisschen bei Leuten, das klingt jetzt so arrogant, die nicht Bescheid wissen, aber also dass das einfach die künstlerischen Schulen sind, wo die Leute sich kreativ ausleben können, wo viel gemalt wird und so weiter. Und ich wage wirklich die Behauptung, dass in diesen Waldorfschulen einfach weniger künstlerische Freiheit und aufs Individuum Rücksicht genommen wird, als in fast jeder Regelschule. Also es gibt da mittlerweile so viele Berichte drüber von Leuten, die da auch Kunstlehrer oder sonst was waren. Da wird einfach nach vorgegebenen Formen gemalt, da dürfen die Kinder 2 festgelegte Farben benutzen. Da sieht jedes Schulheft gleich aus, weil da immer im Laufe dieser Jahresepochen immer wieder das Gleiche gemacht wird. Das ist ein absolut autoritäres Regime, also dieses
dieses Vorurteil, dass da irgendwas mit freigeistig und Kreativität wäre, dass sich das so hartnäckig halten kann, ist eigentlich wirklich unglaublich, weil das Gegenteil in den Waldorfschulen stattfindet. Es gibt auch mal wieder die Leute, die kommen und sagen, bei uns war es aber so, die haben dann einfach gute Lehrer gehabt da drinnen, soll es ja auch geben, aber es gibt auch genügend Vorfälle aus Waldorfschulen, dass da wirklich dieses ganze Zeug, was ich jetzt runter referiert habe, nach wie vor gelehrt wird. Sie sind also in die Diskussion gekommen und in den Verruf gekommen, dann haben sich zwei Vordenker anthroposophisch herausgetan, der Lorenzo Ravalli und der Herr Bader, und haben ein Buch geschrieben, Anthroposophen unterm Hakenkreuz, wo sie sagen, sie seien ja verboten gewesen und wären von den Nazis so böse verfolgt worden. Fakt ist, die Nazis haben ihnen angeboten, ihre Schulen als Musterschulen weiterzuführen. Sie konnten ganz lange weiter bestehen während der Nazi-Zeit, haben sich auch ziemlich angedient. Und dann haben sie zwei Flugblätter rausgebracht zu zwei Büchern, die erschienen sind. Und die heißen Rudolf Steiner als aktiver Kämpfer gegen den Rassismus und Rudolf Steiner als aktiver Kämpfer gegen den Antisemitismus. Dazu ist zu sagen, dass der gute Rudolf Steiner also ein ziemlich erklärter Antisemit war vor der Wende zum 20. Jahrhundert, dann eine kurze Phase hatte, wo er in Berlin im Verein zur Abwehr des Antisemitismus tätig war, bei einem jüdischen Menschen als Hauslehrer für seine Kinder gearbeitet hat und da sich darauf immer berufen wird und so, dass er das ja gemacht hätte. Dieser Mensch, bei dem er da als Hauslehrer gearbeitet hat, hat ihn total angegriffen wegen seinem Antisemitismus, muss man leider auch dazu sagen. Und er war dann in einer kurzen Phase in dieser Vereinigung und nachher war er einfach wieder der gleiche Antisemit, wie er vorher auch war, also zumindest nach den Zitaten, die ich von ihm kenne. In diesem Flugblatt gegen den Rudolf Steiner als aktiver Kämpfer gegen den Antisemitismus, das ist einfach auch wirklich grottig zu lesen, weil da stehen halt einfach Sachen drin, die dem Judentum so gängigerweise vorgehalten werden, dass es weltgeschichtlich eine Mission hatte, um die Hülle für Jesus Christus abzugeben und dann aber die welthistorische Mission vorbei war und so. Und das sei nun mal geschichtsphilosophisch betrachtet so und das sei halt nicht antisemitisch, das zu sagen. Und das ist halt so, also es sind reinweise antisemitische Dinge. Juden als Träger der Moderne, des Materialismus, bla bla bla. Aber das ist eben nicht antisemitisch, wird da geschrieben, sondern das ist halt so. Im Flugblatt Rudolf Steiner als aktiver Gegner gegen den Rassismus wird dann, also die Anthroposophen machen das immer gerne so, dass sie ein Zitat von Rudolf Steiner bringen und dann wird das exegeseartig ausgelegt, was das bedeutet. Da ist dann ein Zitat von Rudolf Steiner drin. Sie zitieren ihn damit. Rudolf Steiner: Es hat zum Beispiel schon gegenüber der heutigen Menschheit keinen rechten Sinn mehr, von einer bloßen Rassenentwicklung zu sprechen. Von einer solchen Rassenentwicklung können wir nur während der atlantischen Phase sprechen. Ihr wisst jetzt, was das bedeutet, ne? Mit Wurzelrassen, die Atlantier haben sich entwickelt. Alles, was in Bezug auf Menschenrassen heute existiert, sind Überbleibsel aus der Differenzierung, die sich in der atlantischen Zeit herausgebildet haben. Da steht meines Erachtens ganz klar, dass es heute Menschenrassen existieren, dass sie sich irgendwie rausgebildet haben in irgendwelchen Wurzelrassen. Der Bund der Freien Waldorfschulen erläutert dem Leser dann, dass Steiner also die Vermischung und das Verschwinden der einst entstandenen Unterschiede Rassen begrüßte, was einer fundamentalen Überzeugung des Rassismus widerspricht. Also bleiben einem halt die Worte weg, ne? Wenn man halt von menschlichen Rassen ausgeht und das widerspricht aber dem Rassismus, dann ist es da einfach eine sehr eigene Definition. Also einfach nur so ein Beispiel, wie da argumentiert wird in diesen Flugblättern. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst in diesem Steiner gerade, ne? Gut, also was überbleibt? Er hat diese Theorie von Blavatsky weiterentwickelt. Die Anthroposophie ist heute noch, hat eine riesengroße Bedeutung heute in diesem Land. Die haben Tausende, das ist wieder so ein Schmal. Also die haben ganz viele Firmen, Wirtschaftsunternehmen, Banken. Der Chef von den DM-Märkten ist hochtrabender Anthroposoph. Dieses ganze Beleda-Produkte, diese guten Kosmetikprodukte, die ihr wahrscheinlich kennt, ist eine anthroposophische Firma. Es ist ein riesenverzweigtes Wirtschaftsnetzwerk, was da herrscht. Steiner hat dann eben ein bisschen später als Blavatsky gelebt und hat dann eben versucht, die weltpolitischen Ereignisse der damaligen Zeit, zum Beispiel eben den Ersten Weltkrieg, auch zu erklären, aus solchen rasseevolutionären Gesichtspunkten raus, und hat gesagt, ja, die Arier steigen jetzt eben gerade auf und die anderen Völker müssten bei uns in die Schule gehen, und deswegen, so erklärt er sich, und auch aus astrologischen Konstellationen raus erklärt er eben, warum diese Weltkriegskonstellationen denn gerade so laufen, wie sie damals verlaufen sind. Also es ist eine ganz klare Weitergabe von Rassismus, von Antisemitismus, die hier stattfindet. Ich wollte jetzt diesen historischen Teil, wir kommen dann auch wieder zum aktuellen Teil, aber ich wollte diesen historischen Teil, in dem ich jetzt noch relativ kurz Bezug nehme auf zwei Leute, abschließen, weil diese zwei Leute ganz wichtig waren für die Weiterentwicklung der Esoterik im deutschsprachigen Raum, wie wir sie
heute noch vorfinden. Also die haben wirklich das Gesicht der Esoterik geprägt mit Merkmalen, die heute noch ganz charakteristisch sind. Die haben sich auf Blavatsky berufen, haben ihre Schriften und Bücher genommen und die weiterentwickelt. Der eine, den seht ihr hier auf diesem etwas moreebelasteten Bild, das ist der Lanz Liebenfels mit bürgerlichem Namen. Er hat sich selber geadelt, nannte sich dann Lanz von Liebenfels, hat in Wien gelebt, also einem kulturellen Zentrum, der deutschsprachigen Zentrum der damaligen Zeit um die Jahrhundertwende rum. Und war eigentlich Mönch gewesen, ein Zisterziensermönch. Der hat dann irgendwann fabuliert und hat in so Steinreliefs, die in seinem Kloster standen, da plötzlich neue Sachen reingedeutet, anders als ihm das bisher beigebracht wurde. Da waren so Menschen zu sehen, die auf so Äfflingsartigen Tieren mit dem Fuß standen. Und er hat gesagt, das weise darauf hin, dass es eine vergangene, das seien quasi arische Großmenschen schon, beziehungsweise unsere Vorfahren, die einst in ein er hat das ein bisschen abgewandelt jetzt wieder, ne? Also er sagt, es hätte mal so ein prähistorisches Paradies der Arier gegeben. Hat sich auf diese Wurzelrasse ganz klar bezogen. Und diese Arier seien mal in einer spirituell hochstehenden Zusammenhang hätten die gelebt, da hätten wir uns telepathisch die Gedanken schon übertragen können und so weiter. Und dann sei aber, Zitat, durch die sexuelle Gier des freien Weibes, dieses hätte sich mit Tieren gepaart. Und daraus seien alle niedrigrassigen, Zitat, Menschen auf dieser Welt entstanden, also farbige und so weiter. Und also er sagt eben, ja, die Evolutionstheorie hat recht, Menschen und Tiere haben eine gemeinsame Abstammungslinie, aber eben so, dass der Mensch am Anfang stand und dann diese sexuelle Gier des freien Weibes und dann ist alles andere da entstanden als die Degeneration sozusagen. Das hat er sich also zusammenfabuliert, er ist dann aus dem Orden ausgetreten. Dieses Kreuz, was er hier auf seiner Kutte trägt, ist sowohl das Kreuz des Zisterzienserordens, als er das auch mitgenommen hat und in seine eigene Ordenstracht dann verwandelt hat. Er hat dann den sogenannten ONT, Ordo Novi Templi, gegründet, um seine Theorien zu verbreiten. Und er hat so kleine Heftchen rausgegeben, wo er seine Gedanken reingeschrieben hat. Die hießen Ostara, da ist eine Titelseite von so einem Heft, Untertitel Ostara, griechische Frühlingsgöttin, Ostara Bücherei der Blonden und Mannesrechtler. Darum ging es ihm. Und da hat er also solche Sachen erzählt, wie es ginge darum, jetzt also die noch verbliebenen, blonden, blauäugigen, möglichst arischblütigen Menschen, die Frauen in so Zuchtklöster zu sperren und dann von eben solchen blonden, arischen Männern begatten zu lassen, um also diese arische Rasse wieder hochzuzüchten. Zum Beispiel solche Theorien, die da drin standen. Diese Ostara-Heftchen sind in Wien rausgekommen. Die hatten angeblicherweise eine Auflage von bis zu 100.000. Sind in ganz viele davon rausgekommen. Einer, der ein ganz begeisterter Leser war von diesen Heftchen, war der damals in Wien lebende Postkartenmaler Adolf Hitler. Der ist zu dem Lanz nach Hause gegangen und hat sich auch noch die letzten Ostara-Heftchen geholt, die er noch nicht hatte. Und also ich habe mich früher... war das für mich immer so klar, ja, die Nazis haben halt an diesen Arier geglaubt und an diese Germanen und an diese Rassen und so, aber ich habe mich nie gefragt, wo haben die das denn eigentlich hergehabt oder sowas, ne? Und das ist schon klar, dass also diese Gedanken einfach ganz eindeutig auch aus solchen Dingen gespeist sind, also jetzt wie Zuchtklöster zu machen und so eine Rasse überhaupt wieder hochzuzüchten. Wobei ich auch denke, dass dazu natürlich die Entwicklung der Medizin in den 20er Jahren noch gekommen ist, ja, mit dieser ganzen Rassenhygiene und ja wirklich dem Glauben dran, dass man das blutsmäßig da irgendwas ist und man Menschen auch weiter hochzüchten könnte. Das war eine Geschichte, die sich leider auch unter wissenschaftlichen Medizinern weitergetragen hat. Also, das war Monsieur List. Er hat dann später, als dann die Revolutionszeit losging, nach dem Ersten Weltkrieg halt ganz übel gehetzt gegen das allgemeine Wahlrecht, gegen die Demokratisierungen und so weiter. Das seien also alles Dschandalen und Untermenschen und die sollen in ihren Busch zurückgehen und bolschewistisch-jüdische Untermenschen und so weiter. Und hat da richtige Hetzschriften dann gegen die Revolution geschrieben. Er hatte noch einen spirituellen Kompagnon, der damals auch in Wien gelebt hat. Das ist der Guido List. Hat sich auch geadelt, nannte sich Guido von List, also der Lanz nannte sich ja Baron Jörg Lanz von Liebenfels dann am Ende, er nannte sich nur Guido von List. Und der List hat 1907 eine schwere Augenkrankheit gehabt und musste mehrere Monate in absoluter Dunkelheit verbringen. Und während dieser Zeit meint er, dass ihm eingegeben worden sei,
die wirkliche Bedeutung der altgermanischen Runenschrift. Also die Wissenschaftler wissen ja bis heute nicht, was diese germanischen Runen nun eigentlich wirklich bedeuten. Also bei ein paar kann man das ja so ein bisschen vielleicht sagen, wenn man da Zuordnungen hat an Kultplätzen oder Gräbern und sowas. Aber die meisten, da gibt's halt einfach keine sonstigen Dokumente drüber. Man kann sehr schwer, man weiß halt einfach nicht wirklich, was die bedeuten. Aber Guido List sagt, ihm ist das dann eingegeben worden und er hat dann dieses Buch, was ihr da als Titel so verschwommen seht, herausgegeben, 1907, Das Geheimnis der Runen. Und er hat da also für jede von diesen Runen die Bedeutung aufgeschrieben. Was ich damit sagen will, ist, dass mit diesen beiden Leuten sich ganz fest in der esoterischen Szene in Deutschland verwurzelt hat, dieser Glaube an diese vermeintlichen Germanen als irgendwas spirituell Hochstehendes, was uns aus dieser ganzen Misere der Moderne heraushelfen könnte. Dieser Bezug auf diese Runen sind heute auch wirklich gang und gäbe in der esoterischen Szene. Wenn ihr mal auf irgendwelche Märkte geht oder so, da hat man das Runenzeichen wieder als Talisman an den Ketten. Irgendwelche Frauengruppen, die Runen-Yoga machen und da diese Runen nachstellen und dazu sprechen und so. Das ist alles. Und wenn ihr dann mal guckt in den Inhaltsverzeichnis, worauf berufen die Leute sich, was diese Rune bedeutet, findet ihr so sehr häufig einfach diesen List von 1907, weil viel mehr Quellen gibt es halt dazu nicht, was diese Runen bedeuten sollen. Der Guido List war Präsident des Österreichischen Alpenvereins, sehr häufig gegangen in die Wälder. Und hat da, das weiß man heute, das ist keine Geschichte von mir, etliche Flaschen Rotwein genossen und hat dann vor so Steinhaufen, die da standen, also Überreste der Megalithkultur, wo große Steinbrocken stehen, wo man nicht genau weiß, wie Menschen fähig waren, die da jemals hinzuschleppen oder wofür die nun wirklich gedient haben. Gibt's ja in vielen Gegenden der Welt, so Hühnengräber oder sowas. Hat er sich dann davor gesetzt und hat meditiert. Und dann sei ihm die Erberinnerung der Ahnen eingegeben worden. Und es seien eben unsere arischen hochstehenden Vorfahren gewesen, die diese Brocken dahin gemacht haben, weil die übermäßige Kräfte gehabt haben. Und aus diesen Kraftplätzen könne man heute eben noch Widerstandsgeist ziehen gegen diese Moderne, wenn man sich da mit unseren Ahnen verbindet. Das ist der List auf der linken Seite, wie er mit ein paar Leuten da beim Wandern ist und sich so alte Steinreste anguckt. Auf der rechten Seite einfach nur relativ willkürlich. Hier ist ein aktuelles Beispiel, wie so Kraftplätze heute immer noch genutzt werden. Rechts ist ein Megalithplatz. Ruin von Carnuntum, das war ein großer Sieg unserer Vorfahren über die Römische Rasse. Ganz genau, danke. Das sind nämlich wirklich die Ruinen von Carnuntum. Und da ging es eben auch immer darum, dass die Germanen eben es schon geschafft hätten, die Römer zu besiegen als böse christliche Religion. Das ist also auch ein Glaube, der da immer weitergetragen wurde. Auf List beruft sich dann auch das, was bis heute ja noch ist, dieses Anbeten von irgendwelchen Kraftplätzen oder Steinhaufen, wie beispielsweise auch dieser Kult um die Externsteine, haben bestimmt schon viele von euch gehört, im Teutoburger Wald, eine riesige, beeindruckende Felsformation, wo also Menschen vor, weiß nicht genau wann, mal oben so einen Altar reingeschreinert haben und so ein Loch drüber und genau zum Tag der Sonnenwende kommt also ein Lichtstrahl durch dieses Loch durch und wirft genau einen Lichtstrahl auf diesen Altar drauf. Und es wurde also schon vor der Nazizeit und dann vor allem in der Nazizeit behauptet, das sei ein Kultort von unseren heidnisch-germanischen Vorfahren gewesen. Und der sei dann zerstört worden von christlichen Mönchen, die seien da hingegangen, hätten unten so ein Relief dran gemacht, wo sie die Weltesche Yggdrasil knicken, als Beispiel dafür, dass der heidnisch-germanische Glaube gebrochen ist, von den bösen romanischen Christentum sozusagen. Und also das ist bis die Nazis haben an diesen Externsteinen rumgebuttelt, bis nichts mehr ging. Die haben da wirklich alles außenrum ausgegraben, um da nur einen kleinen, 12 Jahre haben die da gegraben, um nur ein kleines Steinchen zu finden, um nachzuweisen, dass das ein heidnischer Kultplatz ist. Ja, sie haben nichts gefunden, 12 Jahre lang. Und ich hatte auch nichts dagegen, wenn das ein heidnischer Kultplatz gewesen wäre, aber es war de facto, ist da nichts zu finden. Ja? Und trotzdem sitzen da heute zweimal im Jahr, also Esoteriker und Nazis aus Berlin und Annabu und blasen mit Digital Rus diese Steine an, nicht nur an Sonnenwend, wenn ihr da sonst mal vorbeikommt, da tummelt sich immer wirklich alles Mögliche an Gemüse, was da rumsitzt. Und das geht halt auch einfach auf diesen Steinkult zurück, den der List damals begründet hat. So, jetzt will ich mal nicht so ausufern. Der List hatte viel, viel Geld. Der hat sich eine Burg gekauft, Burg Werfenstein an der Oder. Der hat zum ersten Mal die Hakenkreuzfahne geweht, die hat er da hochgezogen, weil sie den nämlich entdeckt haben, das Hakenkreuz als Zeichen der einzigen Alleinheit der Arier und für sich genutzt haben als Zeichen. Und er hatte deswegen so viel Geld, weil der nämlich einen Freundeskreis um sich herum gehabt hat, den Guido von List Freundeskreis. Und da waren drin honorige Menschen,
Also das heißt, hochrangige Militärvertreter, Wirtschaftsvertreter, die ihn kräftig gesponsert haben mit dem Geld. Die sind da hingefahren am Wochenende in diese Kellergewölbe, haben da irgendwelche Sitzungen im Keller gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob die das alle geglaubt haben oder ob die gesagt haben, fahren wir mal wieder zum List, saufen ist lustig oder so, machen wir irgendeinen Kult. Das mag, ist vielleicht fließend beim einzelnen Übergang. Aber auf jeden Fall hat er diese Beziehungen gehabt und die Leute haben ihn gestützt und ausgebaut. Und es war ja auch so, dass diese Ideologie vom List reaktionären Bestrebungen damals durchaus zu Pass gekommen ist, so eine Religion zu kreieren. Ne? Denn es war damals der Alldeutsche Verband beispielsweise sehr, sehr stark. Es war nicht ausgemacht, welche Grenzen Deutschland denn haben sollte. Also Jörg Haider hat ja immer noch bis vor ein paar Jahren gesagt, als er noch konnte, dass Österreich erst ein freies Land sein wird, wenn es mit Deutschland in vereinigten Grenzen ist. Das waren auch die Visionen des Alldeutschen Verbands damals, also ein großes Deutschland, keine kleindeutsche Lösung. Und da kam so eine Religion wie die vom List, die ihm gesagt hat, wir sind alles alte Germanen, wir gehören alle zusammen und in einen Staaten- und Stammesverband, weil eben dieses Blut in unseren Adern rauscht, kam denen durchaus entgegen. Und dann haben sie ihn eben gestützt. Der List hat so einen kleinen internen Zirkel gehabt, die Amanenschaft, und er hat, also es sind alles Begriffe, die sich jetzt wieder als Zirkel auch in der Esoterik heute wieder bewegen und diese Namen auch wieder aufgegriffen haben. Er hat sich auch auf deutsche Gebiete dann ausgedehnt mit seinen Anhängern. Da wurde dann eben der Amanenorden für Deutschland gegründet und es wurde in Bayern ein eigener Ableger gegründet seiner Leute, die nannten sich Thule-Gesellschaft. Die haben in München im Hotel Vier Jahreszeiten getagt, über Regensburg bin ich gerade nicht informiert. Und das war so ein elitärer Männerzirkel, einfach von einflussreichen Menschen. Und als aber dann die Räterevolution war in München, war es wirklich dieser Kreis, der die Connections in der Hand hatte, der sich schnell absprechen konnte. Und von dort aus ist ein großer Teil der Freikorps organisiert worden und sind die Fäden zusammengelaufen zur Niederschlagung der Räterevolution von dieser Thule-Gesellschaft aus. Das war das Zeichen der Thule-Gesellschaft, was ihr da jetzt seht. Genau. Die Thule-Gesellschaft hat wollte Einfluss, es war so ein elitärer Männerzirkel, die wollten Einfluss gewinnen in der Arbeiterschaft und eine breite Massenbasis auch haben und haben dann die Deutsche Arbeiterpartei gegründet, kurz DAP, sind da zur Reichsbahn-Hauptwerkstätte, wie das heißt, also zu den Bahnarbeitern gegangen und haben da diese DAP gegründet, sind etliche eingetreten als 55. Mitglied. Der Sage nach ist dort Adolf Hitler dann eingetreten. Also die Sage ist jetzt einfach, wie vielte Nummer er war. Da gibt es verschiedene Angaben drüber, ist auch wurscht. Er ist da relativ bald eingetreten und hat nach kurzer Zeit den Machtkampf in der DAP für sich entschieden und hat einen Buchstaben dazugefügt, hat sie umbenannt in NSDAP. Und das war sozusagen die organisatorische Keimzelle der NSDAP in München, direkt ausgehend von dieser Guerillengesellschaft. Hitler hat dann auch mit diesem okkulten Männerbündeleien ganz schnell Schluss gemacht und hat es als straffe Massenorganisation ausgebaut und hat später auch Leute, wie zum Beispiel den Freiherr von Sebottendorf, der so ein Buch geschrieben hat über diese ganzen, wo er gesagt hat, aus was für Männerbündlereien und spiritistischen Sachen das eigentlich kommt, hat er verbieten lassen, das Buch, hat diesen Typ außer Landes gejagt, weil er nicht wollte, dass er in so eine Verrufung quasi kommt, aus so einer Ecke zu kommen. Aber es ist halt schon eine direkte organisatorische Verbindung nachvollziehbar. Zum Beispiel auch, wenn man die Mitgliederliste der Thule-Gesellschaft damals liest, wer da drinnen war. Das ist wie ein Who is Who der späteren Großnazis, 20 Jahre später. Zum Beispiel der Frank, der Generalgouverneur von Polen und viele, viele andere waren da damals schon dabei. Ja. Und das war jetzt ein kleiner Ritt durch die Geschichte der Esoterik, beziehungsweise auch jetzt durch die, was für krasse politische Auswirkungen das sozusagen hatte, oder in was für krasse politische Formen es angenommen hat. Ich würde jetzt relativ bald eine Pause machen. Ich würde einfach noch ganz kurz vor der Pause zwei, drei Sätze sagen, wo ich denke, dass so ähnliche Gedanken auch dann heute weitergeführt werden. Also nach 1945 ist die Esoterik in Deutschland erstmal ziemlich tabu gewesen. Also gerade auch mit den Nazis, die da einfach sehr viel zurückgegriffen haben auf diesen germanischen Götterhimmel und alles, was die Esoteriker auch in den 20er Jahren erzählt haben. Denn in den 20er Jahren war schon mal eine ähnliche Hochzeit der Esoterik, wie sie jetzt in den 90er Jahren gerade wieder ist. Also man kann auch sagen, es ist so konjunkturell, wenn die soziale Krise kommt, die Zeiten schwieriger werden, einfach ganz viele Leute ihr Heil sozusagen und ihren Sinn und sowas suchen. Nach 1945 ist es relativ abgeflaut, wurde noch in ein paar Hilfskreisen der ehemaligen Waffen-SS weitergetragen.
Und kam dann so 68, also mit der 60er-Bewegung aus USA langsam wieder rübergeschwappt und wurde dann wieder hoffähig. Dieses Beziehen auf diese heile Welt der alten Germanen oder unserer germanischen Vorfahren ist schon heute auch noch ganz viel zu finden. Also vor allem auch dieser Bezug auf einen vermeintlich pantheistischen Glauben, also einen heidnischen göttlichen Glauben, ist vorherrschend in der esoterischen Szene. Und da wird eben gesagt, der Pantheismus ist der heidnische Glaube und das wird als viel besser dargestellt als der christlich-religiöse Glaube. Also der Unterschied ist ganz einfach, dass im Christentum davon aus oder in den monotheistischen Religionen davon ausgegangen wird, dass eben Gott im Himmel ist und der Mensch auf der Welt ist und wir hier, das klingt jetzt wieder so positiv fürs Christentum, ich muss es trotzdem so sagen, also quasi der Mensch relativ frei ist, Gott gibt ihm zwar 10 Gebote und sagt, kann sich dran halten oder auch nicht, sonst hinterher Fegefeuer, aber man kann sich ja schon entscheiden, hält man sich dran oder nicht. Ne? Die pantheistische Glaubensvorstellung ist eine ganz andere, wo gesagt wird, es gibt nicht einen personifizierten Gott, sondern das ist so eine kosmisch-göttlich wabernde Kraft, die in allem steckt. Und wenn man die erkennt, dann stellt man sich da rein und dann kann man sich auch selbst vergöttlichen, weil die durch alles durchgeht und durch einen selbst durchgeht. Also durch jede Pflanze, durch jeden Stein, durch jede Blume. Und das ist sozusagen eine heidnische Glaubensvorstellung, die in der Esoterik vermittelt über Germanen und andere heute wieder hochgehalten wird. Es gibt jetzt zum Beispiel extrem rechte Verbindungen, die vordenken, wie kann man denn ein faschistisches Denken in Deutschland und Europa wieder platzieren. Eins davon, wo viele von diesen intellektuellen Vordenkern drinnen sind, ist das Thule-Seminar. Vielleicht kennen das einige von euch aus dem Internet. Das ist so eine Verbindung von deutschen und französischen Rechtsintellektuellen, Alain de Benoist oder ja, Außenrechtsintellektuellen. Alain de Benoist ist da zum Beispiel mit dabei. Und die fahren auch immer auf dieser esoterischen und Heidenschiene. Und die fordern zum Beispiel, Zitat, eine Neuordnung aller europäischen Völker unter besonderer Berücksichtigung ihres biokulturellen und heidnisch-religiösen Erbes. Also die machen das, was die Nazis auch gerne propagieren, wollen so ein Europa der freien Völker haben, wo man dieses Joch des Judeo-Christentums, wie sie es nennen, abwirft und dieser römischen Vorherrschaft und versuchen halt mittels eines esoterisch-heidnischen Glaubens auch so Nationalismus einfach wieder zu stärken. Ihr Zeichen ist, also es ist ein Plakat von denen, habe ich aus dem Internet gezogen, Europas Wiedergeburt. Da seht ihr die Europakarte und im Hintergrund ist das Zeichen dieses Thule-Seminars. Das ist also ein abgewandeltes Runenzeichen und ist abgewandelt von der schwarzen Sonne, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Die schwarze Sonne haben ja viele Nazis als Erkennungszeichen, also so diese Siegrunen um so eine Sonne außenrum. Die schwarze Sonne kommt aus der Wewelsburg. Die Wewelsburg war ein Schulungszentrum, wo Himmler seine SS-Offiziere hingeschickt hat, um sie in diesem esoterisch-germanisch-heidnischen Glauben zu schulen. Da haben sie das als Bodenmosaik hingelegt. Das sollte als germanisches Ding über die ganze Welt sozusagen ausstrahlen. Das ist diese schwarze Sonne. Und ist heute auch so ein Nazi-Erkennungszeichen. Und die haben sie also abgewandelt, das Thule-Seminar, und haben die verwendet für Europas Wiedergeburt. Und was sie wollen ist, haben sie gesagt, dass sie jetzt nicht so die Stiefelfaschos auf der Straße organisieren, sondern eher die Intellektuellen, bürgerlichen Intellektuellen in diesen beiden Ländern mit ihren Theorien zum Nachdenken bringen und beeinflussen, um also vermehrt Nationalismus durchzusetzen. Und einer, den sie damit, weiß ich nicht, ob sie ihn beeinflusst haben, aber auf jeden Fall redet er genauso, als könnte er eigentlich ihr Sprachrohr sein in bestimmten Punkten, ist der Martin Walser, der sich ja nie zu schade ist, immer vorzupreschen, wenn es irgendwie darum geht, die Deutschen auf den rechten Weg zurückzuführen. Und dieser Martin Walser hat Ende der 80er Jahre, bezeichnenderweise schon recht früh, so eine Art heidnisches Manifest rausgebracht. Das hat mich schon verwundert, als ich das gelesen habe. Und da spricht er eben auch, dass wir wieder wir Deutschen, zu unseren Wurzeln zurückkommen müssen. Und er schreibt da, das ist ein bisschen blumig, aber Zitat, er schreibt, dass wir Völker nördlich der Alpen unendlich beraubt sind durch den Import von Religion. Das ist wieder dieser Vergleich mit Rom und Christentum und wir und Heiden. Also wir sind beraubt. Wir sind unserer Fruchtbarkeit beraubt worden. Vitalismus. So ist uns also, was die Religion angeht, vielleicht verloren gegangen, was wir im Grunde im tiefsten Inneren noch in uns haben. Also es schlummert noch. Und dann erklärt er seine Liebe zu heidnischen Göttern und sagt, fast nur noch unsere Flussnamen erinnern an unsere vorchristlichen Vorgänger. Da war in jedem Baum, in jeder Quelle und in jedem Bach ein anderer Gott. Das sei eben sehr schön gewesen.
Also er wirft den Globalisierungseifer den USA vor und sagt, dass darin Christenerbe stecke und wir Europäer und Deutschen eben ganz anders sind und propagiert da eben so eine transatlantische Feindschaft damit. Da soll man luxuriös europäisch denken und sich von diesem Christentum abwenden. Und dann setzt er noch hinzu, unvorstellbar, dass unterm Schirm einer über Wiesen und Wälder hingestreuten Göttervielfalt dem Planeten je hätte Gefahr drohen können. Ich vertraue auf ältere Erbschaften, natürliche und unzerstörte. Finde ich jetzt schon ein bisschen dreist, wenn man an die Vielgötterei der Nazis denkt und an diesen Germanenhimmel, wie man dann so irgendwas behaupten kann, dass dem Planeten da jemals Gefahren drohen können. Aber so hat Martin Walser das ausgeführt. Also insofern ist es keine Möglichkeit, denke ich, die sich gerade durchgesetzt hat mit dieser heidnischen Religiosität jetzt so wahnsinnig zu punkten im rechten Bereich, aber die Nazis machen es nach wie vor und es ist auf jeden Fall immer der Versuch da, mit dieser Esoterik einfach auch dermaßen krass in diese politischen Dinge reinzugehen. Also der zweite Teil wird jetzt auch wesentlich kürzer als der erste Teil. Ich habe gesagt, es geht noch um zwei aktuelle Vertreter der Esoterik. Den ersten würde ich auch ganz kurz machen und bei dem zweiten vielleicht ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Denn der erste ist auch wieder so ein extrem rechtslastig. Da hatten wir jetzt auch schon viel von. Ich denke, den ersten, den ich erwähnen möchte, den werden viele von euch auch schon kennen. Das ist das zweite Buch. Das ist das zweite Buch, was indiziert worden ist in Deutschland. Und es handelt sich um das Buch von Jan Udo Holey mit bürgerlichem Namen, mit Szenennamen. Nach dem Vampirjäger in Dracula benannt, Jan van Helsing. Er hat das Buch geschrieben, Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert. Ich denke, viele kennen das, oder? Dieses Buch? Nö? Gut, dann sage ich auch ganz kurz, was dran vorkommt. Also, es geht um Geheimgesellschaften, die Juden regieren die Welt in Form von Geheimbünden, steht da drinnen. Die Juden werden vorzugsweise Illuminati genannt in ihren Geheimbünden von ihm. Und sitzen ganz kurz gesagt an der Ostküste der USA. Deswegen hat es beim 11.9. wohl auch die Richtigen getroffen in solcher Ansichten. Er schreibt also in diesem Buch, das ist echt ganz fürchterlich zu lesen, weil es so ein total antisemitischer Hetzschrift ist, wirklich im Luddendorfer Stil der 20er Jahre. Also da wird einmal quer durch die Geschichte geritten und da werden dann die jüdischen Illuminati, wie er sie nennt, für alles verantwortlich gemacht, was jemals auf dieser Welt passiert ist. Ich denke, alle kennen heute die horrormäßigen Protokolle der Weisen von Zion, also eine antisemitische Hetzschrift in ihren Ursprüngen, entstanden während der Französischen Revolution als gegenaufklärerische Schrift, dann weiter verarbeitet in vielfältiger Form um die Jahrhundertwende, als in Russland revolutionäres Aufkommen war, hat der russische Geheimdienst Ochrana über einen Mittelsmann in Paris diese Protokolle wieder hervorgezogen und der Spitzel Raschnikow hat die dann nochmal umgeschrieben und dann aus denen das gemacht, was sie heute eigentlich sind. Also was da drin steht in diesen Protokollen der Weisen von Zion, die der Jan van Helsing in seinem Buch eben Geheimgesellschaften referiert. In diesen Protokollen der Weisen von Zion ist, dass die Stämme Israels sich irgendwann mal zusammengesetzt hätten in einer geheimen Versammlung und da geschrieben hätten, also besprochen hätten, wie sie zur Weltherrschaft gelangen und die Welt unterjochen. Das war so geheim, die Versammlung, dass sie da ein Protokoll angefertigt haben und in alle Winde verstreut haben, dass es jeder lesen kann. Und alles, was seitdem auf der Welt passiert, passiert nach diesem Plan der Weisen von Zion, angeblich. Und der Jan van Helsing, also diese Protokolle der Weisen von Zion, haben in Nazi-Deutschland als der ultimative Beweis gedient für den jüdischen Willen zur Weltherrschaft, den die Nazis halluziniert haben. Und waren nach 1945 einfach völlig diskreditiert in Deutschland. Also das konnte nur noch der hinterletzte Stammtischbruder im abgeschlossenen Raum sagen, irgendwas von diesen Protokollen. Das war einfach nicht mehr kommen und nicht mehr gängig, dass man die auch nur noch erwähnt hat. Und in den 90er Jahren über die Esoterik-Szene sind diese Protokolle plötzlich wieder in aller Munde gekommen. Und darauf beziehe ich mich, wenn ich eingangs gesagt habe, dass meines Erachtens die Esoterik-Szene und insbesondere dieser Mann und dieses Buch dafür gesorgt haben, dass der Antisemitismus wieder derart hochfähig geworden ist in den 90er Jahren, da hat er ganz viel dazu beigetragen.
Dieses Buch ist nämlich, war der absolute Renner in der deutschen Esoterik-Szene. Das ist in, es war, hat 50 Euro gekostet, also finde ich keinen Mitnahmepreis, das muss ich schon überlegen. 50 Mark damals gekostet, trotzdem sehr teuer. Hardcover. Das ist sofort 100.000-fach verkauft worden, bevor es dann indiziert worden ist. Und es war auch danach überall erhältlich. Das war überhaupt kein Problem, das zu kriegen. Entweder über Österreich oder über die Auslandsdependance des Verlags in Gran Canaria oder unterm Ladentisch durch oder so. Das war nie ein Problem, an dieses Buch ranzukommen. Der Jan van Helsing hat mittlerweile viele, viele, viele Bücher geschrieben, in denen genau das Gleiche drin steht, also Folgeauflagen von Geheimgesellschaften, tausend andere Dinge. Da steht wirklich genau das Gleiche drin. Es sind immer die Illuminaten, jeder weiß, wer es ist. Und kein Staatsanwalt sieht sich irgendwie bemüßigt, eins von diesen Büchern weiterhin zu indizieren oder dem anderen Verbot irgendwie gründlich nachzugehen. Und das ist wirklich gängigst, diese These in der Esoterik-Szene. Naja, also wofür die Illuminaten alles so schuld sind, das ist halt... Helsings Meinung nach für den sogenannten Schandfrieden von Versailles, da werden wieder diese ganzen Thesen aufgeführt, dass Deutschland ein Schandfriede aufgezwungen worden sei nach dem Ersten Weltkrieg und von den internationalen Mächten, und Deutschland hätte gar nicht anders gekonnt in den 30er Jahren, als diese Fesseln wieder zu sprengen. Deutschland sei dann aufgebrochen, um die Weltherrschaft der Illuminati von der Welt zu fegen in den 30er Jahren, sei gescheitert. Dann hätten sich in Form der UNO, der größte freimaurerische Zusammenschluss, gegründet zur Knechtung Deutschlands. Und was dann dazwischen passiert sei, ist auch ganz schauerlich. Also sie hätten einen, wie er schreibt, Zitat, gezielt inszenierten Asylantenstrom nach Deutschland geschickt, um Deutschland rassisch zu unterwandern, wie er meint. Die Attentate der RAF seien in Wirklichkeit auf das Konto der Illuminati zu schreiben, denn es ginge ihnen darum, die Menschen in Deutschland zu spalten zwischen rechts und links, dass sie gegeneinander losgehen. Und Helsings großes Ziel ist es, die Deutschen dazu zu kriegen, vereint vorzugehen gegen die Illuminati, sich nicht aufspalten zu lassen. Jetzt, 1990, wie er sagt, sei Deutschland zum zweiten Mal mit der vereinigten Kraft von 80 Millionen Menschen aufgebrochen, diese welthistorische Aufgabe, die Illuminati von der Welt zu fegen, zu vollbringen. Und es gelte eben jetzt jedem, also an seinen Leser sagt er dann eben, jetzt stell dich dahinter, lass dich nicht irgendwie aufspalten und so, und hilf damit. Und die Illuminati, wie gesagt, lokalisiert er ganz deutlich in England und an der Ostküste der USA in seinen Büchern. Ich habe gerade mal, weil er hat mittlerweile so viele Bücher geschrieben und ich mag die immer nicht alle lesen, und ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf diesen Vortrag gestern Abend nochmal einfach im Internet geguckt, wie viele Bücher es denn mittlerweile schon sind. Ich habe sie nicht alle gezählt, aber Entschuldigung, das sind so ein paar Titel von ihm. Also das Mitte ist das Indizierte, die Geheimgesellschaften, und außenrum ist, was seitdem noch so alles entschieden ist, das sind zum Beispiel links unten die Kinder des neuen Jahrtausends, die sogenannten Indigo-Kinder, das sind schon die nächste Wurzelrasse. Die haben so wahnsinnige Fähigkeiten. Da kommen viele Eltern, die sagen, mein Kind ist hochbegabt, das ist ein Indigo-Kind und so. Da hat er auch drüber geschrieben. Unternehmen Aldebaran, rechts oben, innere Welt, auch ganz ähnlich davon. Es geht davon aus, es gibt ja diese hohle Erde-Theorie, die vertritt er auch. Also, dass Hitler nämlich gar nicht gestorben sei, sondern die hätten sich verzogen in ein unterirdisches Loch in der Antarktis und da hätten die weitergelebt. Und Hitler sei 74 dann eines natürlichen Todes gestorben, sein Sohn regiere weiter. Und die Vorstellung ist, dass da solche UFOs wieder drauf sind, die kommen irgendwann von Außerirdischen über die Welt sozusagen, holen die ganzen SSler, die da unten noch sitzen, rauf, und dann beginnt der große Endkampf. Man sagt es nicht nur der Jan van Helsing, also zum Beispiel diese Uriella, ja? Kennt ihr da, im Gemeinderat sitzt in Baden-Württemberg? Die weiß gekleidete Frau, die glaubt auch an die hohle Erde und dass irgendwann die Raumschiffe die dann wieder alle hochholen und so. Das ist auch so eine These. Die teilen jetzt nicht alle diese These, aber es ist eine beliebte These. Weißt du mal, wie diese UFOs heißen bei den Nazis? Nee, ich weiß es nicht. Ja, Friel, das sind Friel-UFOs, die mit Orgonenergie arbeiten. Ja. Orgon nach Wilhelm Reich, ne? Orgonenergie, also freie Energie, die überall schwirrt. Und da gibt's dann auch so Jan van Helsing-Konsorten in München, die dann rumlaufen und Geld sammeln und so für ihre neue Technik, dass man diese Organenergie, da hätte man unbegrenzt Energie und das ist die neue Technik und damit fliegen die. Genau. Ja, dann habe ich halt so ein bisschen, habe ich jetzt mal einfach diese paar Seiten da runtergezogen. Er hat viel mehr Bücher geschrieben. Was mich dann schon ein bisschen geschockt hat, wirklich ehrlich, auf Amazon stand dann Hände weg von diesem Buch da, wurde dann beschrieben. Das ist jetzt 2004 rausgekommen, dieses Buch. Und in der Produktbeschreibung auf der Amazon-Seite steht: Jan van Helsing zeigt in seinem Bestseller über 165.000 verkaufte Exemplare allein in deutscher Sprache die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Wussten Sie, dass es Geheimgesellschaften gibt, die im Hintergrund die Fäden spinnen?
Haben Sie davon Kenntnis, dass es heute noch Zivilisationen gibt, die in verborgenen unterirdischen Städten leben? Ist Ihnen eigentlich klar, dass in den USA ein paar Bankiersfamilien die Kontrolle über die gesamte US-Währung haben und die Dollars an die Regierungen gegen Zinsen verleihen? Hat Ihnen jemand erklärt, dass Sie mit Ihren Gedanken die Materie beeinflussen können und Sie auch die Macht haben, Ihr Leben selbst neu zu gestalten? Jan van Helsing berichtet über diese Themen und ergänzt seine Recherchen auch durch etliche Eigenerlebnisse, sodass das Buch einen spannenden und höchst brisanten Streifzug durch die Geschichte darstellt, der dem Leser nie wieder aus dem Kopf gehen wird. Also finde ich schon ein bisschen echt krass von Amazon, dass sie da so eine Werbung für diese scheiß Jan van Helsing Bücher, Entschuldigung, hinschreiben. Das finde ich echt ein bisschen unverfroren. Genau. Und dann schreiben sie auch noch drunter, ah ja, Geheimgesellschaften haben sie auch mit angepriesen. Also sie verkaufen es zwar nicht, aber für Jan van Helsing wird auch gesagt, dass er diesen tollen Bestseller geschrieben hat, preisen sie ganz offen bei Amazon an. Und das hat er geschrieben, weil er erst viele Reisen gemacht hat und Amazon, auf diesen Reisen begegnete er nicht nur vielen spirituellen Menschen, sondern auch solchen aus Geheimdiensten, Freimaurerlosen und Magiern. Wobei diese Begegnungen und der erfolgreiche Wissensaustausch schließlich dazu führte, dass er 1993 sein erstes Buch Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert schrieb. So preisen die das an. Ist jetzt Geflänkel, aber fand ich gestern ein bisschen doof. Okay. Der Jan van Helsing erklärt uns zum Beispiel auch, man könnte ja sagen, das ist doch alles irgendwie komisch, das passt doch alles nicht zusammen, diese esoterischen Theorien. Also beispielsweise fällt einem ja auf, jetzt kommt das neue Wassermann-Zeitalter, jetzt wird alles friedlich und so, jetzt schaut sich jeder um und merkt, nichts gewesen. Fällt auch Esoterikern auf, das ist gerade echt, die haben auch alle, also die ich interviewt habe, eine echt pessimistische Zukunftserwartung, so, ne, dass alles den Bach runtergeht eigentlich. Jan van Helsing erklärt zum Beispiel in einem seiner Bücher, was das jetzt auf sich hat und wieso das alles doch stimmt. Er erwartet auch das neue Zeitalter, das Wassermann-Zeitalter. Ein neues, spirituell erhöhtes Menschengeschlecht wird entstehen. Die Alten müssen wieder mal Platz machen. Die, die an alten Gedanken festhalten und nicht bereit sind, umzudenken, sagt er, müssen zwangsweise auf der Strecke bleiben. Sie werden durch Krankheiten, Katastrophen oder Kriege sterben, um für die Platz zu machen, die ihre Bewusstseinsebene erhöhen oder sich neu inkarnieren werden. Wieso das so ist, da beruft er sich auf ein Argument, das in der Homöopathie vor sich hergetragen wird. Die Homöopathie, wenn da behandelt wird, eine Krankheit, spricht sie davon, dass es dann zuerst mal eine sogenannte Verschlechtbesserung gibt. Also das heißt, erst wenn man behandelt wird, wird die Krankheit nochmal ganz schlimm, man muss nochmal richtig durchgehen und dann wird's besser. Und also er bemüht da dieses homöopathische Argument und sagt, das wird jetzt schon besser, aber jetzt wird es erst nochmal ganz schlimm. Und es ist ja auch so eine gängige These zu sagen, die Erde ist ja eigentlich ein globaler Organismus, also ein riesengroßer Organismus. Die Erde, Gaia, die lebt, ist ein Subsystem des großen kosmischen Systems. Fritjof Capra zum Beispiel schreibt das, auch ein bekannter Esoteriker. Und diese Gaia-Hypothese wird auch referiert, des Organismus Erde. Und das ist nicht nur eine Vorstellung, um nett mit der Erde umzugehen oder so, oder Naturschutz, sondern es ist ein wirklicher Glaube, dass diese Erde lebt und dass die Menschen nur so kleine Subsysteme der Erde sind. Und mir hat dann mal ein Heilpraktiker Auszubildender, über den ich da auch drauf gekommen bin und so, der hat mir das dann so erklärt, damals war gerade Jugoslawienkrieg, und der hat dann gesagt, ja Claudia, du musst dir das so vorstellen, die Erde scheißt sich da gerade für uns gesund. Das ist gerade die Verschlechtbesserung. Also, ist wie bei dir, du bist ein Organismus, da muss irgendwo die Scheiße raus, so hat er das gesagt. Und das macht die Erde auch gerade. Und es trifft immer nur die Menschen, die das unmittelbar quasi auch wollen, deren Zeit vorüber ist und so. Und das andere, die spirituell Hochstehenden, werden dann in das neue Wassermann-Zeitalter eingehen. Also so wird das dann einfach auch wieder erklärt. Das war jetzt schon der erste, den ich euch vorstellen wollte. Und der zweite ist, glaube ich, für mich zumindest um einiges spannender. Das ist der Bert Hellinger. Der Bert Hellinger, der sich selber Familientherapeut nennt. Da ist er. Der Bert Hellinger nennt sich Familientherapeut. Eigentlich ist der Mann 1925 geboren, war auch Priester, war als Missionar in Südafrika, kam dann 1968 nach München zurück, nach München, glaube ich, also nach Deutschland, kommt auch aus München, aus der südbayerischen Gegend zumindest, und hat sich dann von seinem Orden losgesagt und sich in dieser aufkeimenden Spirit-Szene, die da in den 70er, 80er Jahren losging, rumgetrieben. Hat dann hat verschiedenes studiert, Theologie, ich glaube Pädagogik, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, einiges, aber keine Therapeutenausbildung abgeschlossen oder derartiges auch nur studiert, hat sich
Man hat sich aber dann selbst zum Familientherapeuten erklärt. Der ist jetzt jemand, der breitest wirklich ins ganz normale bürgerliche Lager, wie man sozusagen sagt, also in die Gesellschaft hineinreicht und seit Mitte der 90er Jahre mit seiner sogenannten Familientherapie durch die Lande zieht, nicht nur durch Deutschland, der war schon auf der mindestens der halben Welt, wo der überall war, ist unglaublich, seine Bücher sind in 13 verschiedene Sprachen übersetzt und damit Riesenerfolge einheimst. Ich möchte euch kurz erklären, was er erzählt in seiner angeblichen Therapie. Er beruft sich zunächst mal auf Sachen, die es schon vor ihm gab, therapeutische Konzepte. Im Speziellen sind das Möglichkeiten, die Virginia Satir in den 50er, 60er Jahren entwickelt hat. Das war eine Familientherapeutin. Und die hat eine Methode entwickelt, mit Klienten zu arbeiten, dadurch, dass sie, also wenn es Probleme gibt, die schwer besprechbar sind, die man irgendwie deutlicher machen muss, dann hat sie so kleine Figuren genommen. Und hat gesagt zu dem Klienten, stell die doch bitte, also Figuren, die darstellen sollen, dass das Bezugssystem von demjenigen, um den es geht, ne? Also die Familie oder ähnliches, war dann Vater, Mutter, Ehepartner und so weiter. Und dann sollten die Menschen, die diese Figuren in Beziehung zueinander stellen, so wie sie emotional eben das Gefühl haben, dass die Menschen zueinander stehen, um da einfach auch Konflikte sehbar zu machen und auch besprechbar zu machen. Und wenn man das macht in einem normalen therapeutischen Setting, dann kann das eine feine Sache sein und dann dauert die Auswertung natürlich mindestens so lange wie diese Aufstellung selbst. Das ist einfach eine von vielen Möglichkeiten in einer seriösen Therapie, denke ich. Und genau, das kann man auch nicht nur mit Figuren machen, sondern das kann man auch mit Stellvertretern machen, also dass wirkliche Menschen kommen und diese anderen Menschen darstellen und sich dann von dem der Hilfesuchenden stellen lassen und so und man dann sowas bearbeitet. Darauf hat der Herr Hellinger zurückgegriffen und hat dieses System zu einer absolut universellen Instant-Kurzzeittherapie aufgeblasen. Also da kommen Menschen zu ihm hin, das findet vor Publikum statt, entweder vor so einer Gruppe, wo andere drumherum sitzen, in der Mitte steht einer auf, stellt einer auf, oder auch vor großen Sälen mit bis zu 1000 Leuten, also wo ein wahnsinniger Erwartungsdruck ist, was da jetzt auf der Bühne passiert, kommen Leute unter einem bestimmten Thema dann nachmittagweise für viel Geld zusammen und gucken da, wie Hellinger oder der nach Hellinger arbeitende Therapeut, die Therapeutin, da Leute aufstellt. Also ich sage jetzt bewusst da aufstellt, weil da hat es mit eigener Arbeit des Hilfesuchenden nicht mehr viel zu tun mit dem, was da passiert. Also so eine Aufstellung läuft so ab, dass Hellinger das nicht alleine macht, sondern dass er einen absoluten Boom erlebt hat. Und dass mittlerweile dann, also er hat dann so eine Internetseite gehabt oder hat sie noch, das internationale Bert-Hellinger-Institut, da ist ein Ausstellerverzeichnis drauf von 2000 Leuten allein in Deutschland, die nach ihm solche Ausstellungen anbieten. Ne? Also er hat nie irgendwie ausgebildet Leute oder so, sondern die haben sich das halt angeguckt und waren da auf vielen Seminaren und arbeiten dann nach Hellinger. Also ich könnte morgen auch hingehen und könnte an meine Tür nageln, Aufstellung nach Hellinger, es könnte mir keiner verbieten oder so, ich könnte das auch machen. Genau, und das, also es war ein wahnsinniger Boom in der sozialen Szene, in der sozialen Beratungsszene, in der Sozialpädagogenszene, wo ich eine Ausbildung genossen habe. Genau, und er war das halt nicht alleine, sondern eben Hellinger oder der nach Hellinger arbeitende Therapeutin. Jetzt hat sich ein bisschen was getan in der Szene, aber dazu dann am Ende. Dann kommen die Leute dorthin und kommen vor auf die Bühne und dann sagt Hellinger, ja, was ist das Problem? Bei einer normalen Psychotherapie würde eine Anamnese gemacht werden, ja. Also das heißt, man würde erstmal mit diesem Menschen sprechen, würde irgendwie seine Situation als Therapeut verstehen lernen, ein bisschen Einblick kriegen, würde auch einfach gucken, was hat denn der, diejenige selber schon unternommen, um da irgendwie rauszukommen, also mit dem Klienten sozusagen arbeiten. Und was Hellinger aber vertritt, ist der alte autoritäre Therapiestil. Der Therapeut weiß alles, der zu Therapierende weiß überhaupt nichts und ich sage ihm einfach alles. Es gibt auch so Zitate wie bei der Therapie ist es wie mit einem guten Führer, der sieht, was die Leute wollen und befiehlt es und der Therapeut sieht es und dreht es dann eben den Leuten und so geht es da ab. Die Leute kommen auf die Bühne, sagen einen Satz, wenn sie einen Satz mehr sagen, dann ist es aber auch schon zu viel. Ja, die müssen einfach ihren Mund halten. Dann geht es darum, dann wird gefragt, Vater, Mutter, Geschwister, Großeltern, möglichst noch Tote in der Familie, da kommt immer so ein schamanistischer Einfluss rein, das ist ganz wichtig, wenn einer gestorben ist, dann ist genug mit dem Gespräch und die Familie wird aufgestellt. Das heißt, der Hilfesuchende sucht sich aus dem Publikum Leute raus, die dann auf die Bühne kommen, andere repräsentieren und stellt die hin. Dann sucht er für sich selbst auch einen Stellvertreter raus und stellt den da rein. Und dann geht der die Hilfesuchende an den Rand, setzt sich hin und guckt nur noch zu und ist völlig außen vor erstmal. Ne? Hat da nichts mehr mitzubestimmen. Dann kommt Hellinger und geht mit dem Mikro zu den Leuten hin und fragt sie, wie es ihnen geht an dieser Stelle.
Er behauptet, er selber macht gar nichts in dem Moment, sondern ist sozusagen nur der Mittler, weil nämlich die Menschen, die dort stünden, in einem morphogenetischen Kraftfeld stünden. Und das ist jetzt wieder eine ganz beliebte These in der ganzen Esoterik-Szene, auf die sich berufen wird, weil irgendwie diese ganze immaterielle Informationsübertragung, die ständig behauptet wird mit Telepathie und so weiter, ja irgendwie eine Begründung braucht, und das ist das morphogenetische Feld. Das ist so eine Art kollektives Unterbewusstes, was C.G. Jung gesagt hat, so ein bisschen würde ich es vergleichen. Also da wird davon ausgegangen, dass es so einen kollektiven Informationsspeicher über der ganzen Erde gibt. Und Menschen könnten, wenn sie im Einklang damit stünden, da Informationen rausziehen und reinspeichern. Zum Beispiel der Mensch vom Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, so eine Politpsychosex-Sekte bei Berlin in Belzig, so eine große Esokommune. Einer der Vordenker ist der Dieter Duhm, und der hat in einem seiner Bücher geschrieben über das morphogenetische Feld, dass ein Samenkorn, wenn es irgendwo hinkommt, nächstes Jahr die gleiche Pflanze wieder rauswächst. Es liegt nicht etwa daran, dass diese Information da in diesem Samenkorn gespeichert sei oder sowas, sondern weil diese Pflanze die Infos aus dem morphogenetischen Feld bezieht. Und deswegen kann die immer wieder wachsen. Oder er behauptet, dass Leute heutzutage, dass Leute zum Beispiel heute schneller Radfahren lernen könnten als noch vor 100 Jahren, weil heute die Information des Radfahrens im morphogenetischen Feld gespeichert seien. Man könnte darauf zugreifen. Also so ungefähr funktioniert das. Und der Dieter Duhm hat vor, dass er an geomantisch bemessenen Erdachsen, so kraftplatzmäßig, der Welt überall so kleine Esokommunen aufbaut, und dann wird gemeinsam meditiert in das morphogenetische Feld rein, und dann kann der kollektive Frieden entstehen, weil man dann die Information Frieden rein meditiert. Zum Beispiel die yogischen Flieger, die ihr kennt, die Naturgesetzpartei, die auch mal angetreten sind zur Bundestagswahl 2004, die da so geflogen sind in der Wahlwerbespot, die sind auch solche in das morphogenetische Feld reinmeditierer. Wenn nämlich die Quadratwurzel eines bestimmten Bevölkerungsteils einer Gegend gleichzeitig meditiert, dann sinkt da schon die Kriminalitätsrate, und damit lässt sich dann auch alles machen. Also das sind so Theorien des morphogenetischen Feldes, um die mal kurz auszuführen, weil die immer wieder auftauchen. Ja, eine nette Entstehungsgeschichte dazu, aber die jetzt nicht. Hellinger hat, ich habe darauf gewartet, dass er es sagt. Er hat es jahrelang nicht gesagt, wie das funktioniert. Und irgendwann kam dann das morphogenetische Feld auf seiner Homepage. Diese Menschen, die da also stehen und sich fühlen sollen, wie die, die sie stellvertreten, die bilden sich das nämlich nicht ein, sondern die empfangen, die fühlen wirklich genau das, was dieser Originalmensch fühlt, weil sie in das morphogenetische Feld reinkommen in dem Moment. So. Dann geht der Hellinger also zu diesen Menschen hin, hält ihnen das Mikro hin und sagt, wie fühlst du dich an der Stelle? Und was dann passiert auf der Bühne, ist wirklich unglaublich. Die Menschen gehen da total in diese Rolle rein und haben die krassesten Körpererfahrungen. Ich habe das selber erlebt. Die sagen dann, ich kann hier kaum mehr stehen, meine ganze linke Seite tut mir total weh. Dann sagt Hellinger, geh doch mal dahin. Wie geht's dir jetzt? Und jetzt tut der Magen so weh und ich muss mich krümmen oder irgendwas so. Und dann schiebt er die Leute so lange rum, bis sie alle in der richtigen Ordnung stehen. Denn es gibt eine festgefügte Ordnung im Kosmos, die auf jedes kleinste Subsystem, Familie zurückwirkt. Das ist Hellingers Meinung. Und das ist auch so ein esoterischer Grundsatz eben. Ne? Und Hellinger nennt Familie auch nicht Familie, sondern das ist die Sippe. Und diese Sippe ist sozusagen das, was den Menschen bindet und hält. Und da hat er seine Loyalität dazu zu bewahren. Er hat seine Bindekräfte in dieser Sippe. Die Sippe vereint nämlich so eine Sippenseele, sagt er. Und da ist jeder Einzelne drinnen. Und was der Mensch tut, ist eigentlich nur diese Loyalität zur Sippe aufrechtzuerhalten. Dann geht's ihm gut. Und jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, das alles, was man sich so denkt mit persönlicher Ethik oder Moral, dass man sich dann auch mal gegen seine Sippe stellt oder sowas, das ist alles nur eingebildet, und da möchte er die Leute eigentlich von wegtherapieren. Er weiß also, wie diese Ordnung ist, und die stellt er wieder her. Und wer da mal öfter zugeguckt hat bei so Aufstellungen von ihm, der sieht, dass, egal wie viel er da rumfragt, hinterher alles wieder in der gleichen Ordnung steht, die man vorher eigentlich auch schon gewusst hätte. Die ist nämlich die einer klassischen patriarchalen Kleinfamilie, der Vater an erster Stelle, dann die Frau daneben, dann der Erstgeborene, der Zweitgeborene und die Kinder in der Reihenfolge. Weil alles muss seine Rangordnung in der Familie zu haben. Sein Hauptwerk heißt Ordnungen der Liebe, ist 1995 erschienen, mittlerweile in der 13. Auflage. Das ist der Wahnsinn. Das stand an meiner Ausbildungsstätte für Sozialpädagogen an der Katholischen Stiftungsfachschule in München, stand es so oft im Regal, das war unglaublich. Werde ich nachher noch draus zitieren, und da schreibt er so sehr die Ordnungen auf, die er so kosmisch sieht und wie die Familien denn zu stehen haben. Also das mit dem Vater am ersten Platz ist ja eh schon immer klar. Wichtig ist auch, dass die Ahnen sozusagen an den richtigen Platz kommen. Denn wenn ein Ahne nicht genug gewürdigt wird, dann vertritt ein Kind der Nachfolgegeneration unbewusst diesen früheren Menschen, wenn der irgendwie verstoßen würde oder so. Der merkt das gar nicht, sondern das ist laut Hellinger eine verschobene Energie, die dann zu dem überginge.
Genau. Und wenn jetzt so ein Problem in der Familie ist, dass Hellinger denkt, da ist was nicht in der Ordnung, dann ist das der Grund, warum in dieser Familie Probleme entstehen, bis hin zu schwersten Krankheiten, Todesfällen oder sonst irgendwas anderes. Und das könnte man dadurch eben beheben, dass man so eine Aufstellung macht. Er ist dann zu Beginn seiner steilen Karriere, nach ein paar Jahren hat er sehr gerne Aufstellungen gemacht mit Frauen vor allem, die in ihrer Kindheit generell gesagt missbraucht wurden in der Familie, also sexualisierte Gewalt erfahren haben, vor allem von ihrem Vater gegen sich. Die sind dann zu Aufstellungen gekommen und dann sah eine gängige Therapie, die er damals ja häufig durchgezogen hat, so aus, dass er die Kinder hingestellt hat, also wenn das alles in der Ordnung steht, dann lässt er die Stellvertreter wieder einwechseln, also den Hilfesuchenden, der kommt dann wieder ins Spiel, und dann stellt er den vor irgendein Familienmitglied hin, flüstert ihm lösende Sätze ins Ohr, so ganz suggestiv, und die muss man dann sagen zu demjenigen. Mit so, die lautet meistens sowas wie, ich gebe dir die Ehre, hier hast du deinen Platz, sowas ist sehr häufig, mit auch so mit Bewegungen dazu, dass man sich dann verneigt und sowas. Und eine gängige Lösung in seinen vielen Aufstellungen mit solchen Menschen, die mittlerweile erwachsen waren und eben Probleme hatten mit dieser sexualisierten, massiven Gewalt, die sie erfahren haben als Kind in Familien, war dann, dass er die Kinder vor den einstmals, also den Stellvertreter des einstmals missbrauchenden Vaters hingestellt hat und ihnen angeordnet hat zu sagen, Papi, ich habe es gern für dich getan, sich dazu zu verbeugen, die Hände ganz weit runter oben, so nach oben gerichtet und bis zum Boden runter. Und dann manchmal auch noch, Mami, ich habe es gern für dich getan. Das gab es ganz viele, sind ganz viele Frauen retraumatisiert worden nach solchen Aufstellungen und die Notrufe sind hier heiß gelaufen, auch in Bayern, nach solchen Aufstellungsgeschichten. Nach Hellingers Logik ist es so zu erklären, was er da macht, dass er sagt, das Oberste ist halt so die Bindung zur Sippe aufrechtzuerhalten, und er erklärt solche Anführungszeichen Missbrauchsfälle damit, dass er sagt, die Frau entzieht sich, ist in der Regel die graue Eminenz des Inzestes, die hat sich dem Vater entzogen, also der ehelichen Pflichten entzogen, und schiebe unbewusst das Kind dem Vater als Ersatz zu, und das Kind erfülle diesen Dienst im Ausgleich, damit die Familie wieder in Ordnung ist, gerne. Ja. Abgesehen von den sexuellen Traumatisierungen, gibt es da irgendwelche Erhebungen oder so oder Erfahrungsberichte, was mit den Menschen, die da sind, Kinder, Er selber lehnt es ab, hinterher nochmal nachzufragen bei Leuten, wie es ihnen geht, weil er sagt, es schwächt nur. Also hinterher reden ist sowieso nichts bei ihm. Du musst diesen unmittelbaren Impuls, fordert er, nehmen und loshandeln. Und hinterher wird nicht weitergeredet. Das ist halt eine große Kritik dran, dass es einfach überhaupt keine Nachsorge gibt, dass die Leute da von der Bühne kommen und völlig zerstört sind. Also ich habe selber mal so eine Aufstellung mitgemacht, als ich noch nicht wusste, was das ist. Und da sind Szenen abgelaufen, das ist der Wahnsinn. Da werden die Leute, die heulen Rotz und Wasser, sind total fertig, ja, von dem, was da mit ihnen passiert. Und werden dann halt einfach wieder rausgesetzt und dann ist es halt Schluss. Das ist ein ganz großes Problem dran. Es gibt halt Berichte von einzelnen Frauenzentren, die einfach mal sagen, was los ist, aber es gibt keine größeren Untersuchungen. Es gab nach einem Fall, da ging es um ein bisschen was anderes, in Leipzig 1997 hat eine Frau sich umgebracht nach so einer Aufstellung. Die war vorher eigentlich keine typische Selbstmordkandidatin, also die hatte einen Urlaub gebucht und war erfolgreiche Ärztin und wollte weitermachen, da deutete nichts drauf hin, und dann hat sie so eine Aufstellung gemacht und Hellinger hat wie üblich die Schuld einfach voll der ihr als Frau angelastet. Da ging es darum, sie hat sich von ihrem Ehemann getrennt, die Frage, wo sollen die Kinder hin? Bei Hellinger sollen die Kinder immer zum Mann, das ist eh klar. Und dann hat er gesagt, ja, die sind bei dir nicht gut aufgehoben, die müssen zum Mann. Dann hatte die Frau so gestellt, dass sie ganz abseits von dieser Familie stand, halt mit dem Rücken zur Familie Richtung Tür, also so zum Ausgang in den Gang rein, und hat gesagt, die geht, die kann keiner mehr aufhalten. Und dann ist sie nach Hause und hat sich umgebracht und hat einen Abschiedsbrief geschrieben, in dem sie geschrieben hat, dass sie das zwar nicht wollte, aber wenn es für die Kinder die Ordnung wiederherstellt, wird sie das jetzt tun. Genau. Und es gibt zum Beispiel einen Menschen, das ist der Franz Ruppert, der lehrt Psychologie an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in München in der Ausbildung für Sozialpädagoginnen und Pädagogen, sehr renommierte Ausbildungsstätte, wo ich eben auch war und das alles kennengelernt habe. Und der hat eben ihm die Türen geöffnet in den hochschuluniversitären Bereich, hat ihn eingeladen, lässt nach Hellinger seine Prüfungen schreiben und so weiter. Und der hat dann zu diesem Selbstmordfall eben auch gesagt, ja, wenn sich jemand umbringen will als Sozialpädagoge, dann kannst du halt nichts machen, dann musst du drin gehen lassen. Das ist nun mal so, so hat er das gerechtfertigt, ja. Was also mit jeglichen Grundsätzen dieses Berufs wirklich total zu widerspricht, ja. Und er macht bis heute diese Aufstellungen nach Hellinger dort. Zwischendurch haben sie es ihm mal verboten und jetzt seit einem Jahr geht's gerade wieder los. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen lange aufgehalten bei dem Herrn Hellinger.
die Frau folge dem Manne, sagt er halt dann auch so zu seinem patriarchalen Familienbild. In der Süddeutschen hat er zum Beispiel mal ein Interview gegeben im Süddeutschen Magazin, was freitags immer der Zeitung beiliegt. Da hat er ganz offen gesagt, wenn der Mann der Frau folgt, hat das immer schlimme Auswirkungen. Ein bisschen ausgemalt noch. Die Frau folgt dem Mann und der Mann dient dem Weiblichen. Das Weibliche ist mehr als die Frau. Also sie so dem konkreten Mann in allem und der Mann so dem abstrakten Weiblichen. Früher hatten die Familien viele Kinder, da war die Frau erfüllt und ausgefüllt mit ihrer Rolle. Eine Frau gewinnt durch die Kinder. Eine Frau mit 10 Kindern hat ja eine Wucht, die eine Frau ohne Kinder nicht haben kann. Und auch ein Mann nicht. Aber das ist dann eine Erfüllung. Aber wenn sie nur ein Kind hat, dann ist sie nicht erfüllt. Aber heute ist es ja kaum mehr möglich, so viele Kinder zu haben. Deshalb drängen die Frauen, auch wenn sie Kinder haben, ins Berufsleben. Und dann entsteht eine Spannung. Die Frau ist, wenn ein Kind in die Beziehung kommt, schon geeigneter, die Rolle zu Hause zu übernehmen. Wenn eine Frau arbeitet und das, was früher als weiblich galt, verachtet, Kindererziehung, Heimherd, verliert eine Frau. Sie rechtfertigt ihre Arbeit, indem sie auf diese ursprünglich weiblichen Dinge herabblickt, überspielt damit ihren Verlust. Diese Frau muss anerkennen, dass es ein Verlust ist, wenn sie arbeitet, statt zu Hause zu sein und Kinder zu versorgen. Wenn sie also die eigentliche Bestimmung der Frau würdigt, verzichtet sie auf ehrenvolle Weise und daraus zieht sie eine Kraft, die in ihre Arbeit fließt. Also sind wirklich zutiefst reaktionäre Grundsätze, die er dort verteilt. Und trotzdem gehen vor allem Frauen zu diesen Aufstellungen und lassen sich da therapieren. Was eigentlich ganz widersinnig ist, aber ich denke auch in dem Moment ist es vielleicht so, dass die Familie endlich mal in der Ordnung steht, wie von außen auch erwartet wird, dass die stehen soll. Und vielleicht entlastet es in dem Moment auch. Ja, ich weiß es nicht, aber auf lange Sicht hat es wenig Wirkung, beziehungsweise negative Wirkungen. Und es sind halt viel genug Leute, die dann immer wieder zu solchen Aufstellungen gehen, beziehungsweise Zirkel sich zusammenfinden, die dann halt jede Woche auch solche Aufstellungen für sich machen und das dann so als Dauerdroge, würde ich fast sagen, oder sowas, die einen so durchs Leben trägt, eben immer wieder ein bisschen anders aufstellen. Dieses extreme Beharren auf diesen altertümlichen Geschlechterzuweisungen ist auch etwas, ohne was die Esoterik meines Erachtens überhaupt nicht auskommt. Also das findet sich wirklich durchgängig durch alles. In diesem Yin- und Yang-Zeichen schon, mit diesen Zuschreibungen zu weiblich-männlich, da rekurrieren sie wirklich alle drauf, mit der Überhöhung des Weiblichen, dass das neue Zeitalter weiblicher sein wird und so, aber mit ganz, ganz festen Zuschreibungen, was ja auch passt, weshalb auch weite Teile der Frauenbewegung in den 70er Jahren oder große Teile einfach auf diese esoterische Welle gekommen sind, weil es mit so einer absoluten Zuschreibung von weiblichen Eigenschaften, aber endlich mal positiven Besetzung und Überhöhung sozusagen arbeitet, anstatt mit einer Geschlechterdekonstruktion. Nun ja, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen sagen, wo es den Hellinger dann weiterhin getrieben hat. Also er hat dann mit diesen Aufstellungen, mit diesem sexuellen Missbrauch da dann eher wieder aufgehört und hat sich dann ab der Jahrtausendwende, also vor allem auch Aufstellungen von Völkern gegeneinander so gewidmet. Man kann mittlerweile ganz viel aufstellen, also da wird dann Neurodermitis mit ins Bild gestellt oder Hitler mit ins Bild gestellt oder das deutsche Volk oder irgendwie so. Das ist zum Beispiel an der Hochschule in Kassel-Witzenhausen. Das ist eine sehr eine Landwirtschaftshochschule. Also da machen die viel so landwirtschaftliche Dinge und die ist durch und durch anthroposophisch geprägt, schon immer. Da haben sie jetzt auch eine Stiftungsprofessur hingesetzt. Da haben sie zum Beispiel Aufstellungen gemacht mit ganzen Bauernhöfen. Also dass wie der Hof so steht. Ne? Da wird dann, ich weiß nicht genau, was da alles gestellt wird, die Kuh, der Traktor oder so, aber die Überschrift dieser Aufstellung war, darf der Hof sagen, dass er Liebe braucht? Das haben sie da immer ausprobiert. Dann, ja. Das war nicht ganz nett. Okay, also Organisationsaufstellungen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, er ist dann vor allem also auch in so Nationalitätsaufstellungen reingegangen, in Geschichtsaufstellungen und bei der deutschen Geschichte ist es halt vor allem so, dass er sieht, dass die Nazitäter zutiefst verdrängt sind und ihren alten Rang nicht bekommen in den Familien. Das schwächt uns heute, ist seine Aussage dazu. Die müssen aufgenommen werden als Brüder in die Mitte. Dann könnte da eine besondere Kraft von ihnen zu uns fließen, auf die er spekuliert. Das war gerade damals angesichts der Proteste gegen die Wehrmachtsausstellung, die Nazis gemacht haben, wo sie immer mit den Plakaten rum sind. Opi war, was stand da immer drauf? Opi war kein Verbrecher, Opi war ein Held und so. Da hat Hellinger diese Aussagen gebracht, von wegen die deutschen Soldaten sieht er als Helden an damals und die müssen wieder aufgenommen werden und sowas. Also von der Therapeutenbühne runter, das hat sich zeitgemäß ganz gut gepasst, was er da gemacht hat. Er propagiert die absolute schicksalshafte Eingebundenheit eines jeden in sein Volk. Zum Beispiel dieser besagte Professor Franz Ruppert von der Stiftungsfachhochschule hat auch geschrieben, wie diese, also hat Hellinger referiert in seinem Buch und hat gesagt, wie diese Sippenseele sozusagen wirkt, weil wir sind ja da eingebunden in diese Gemeinschaftsseele, die Seele hat man nicht, die ist was Größeres sozusagen. Auch dieses, dahinter steckt übrigens, ist nur eine Fußnote, dieses gewollte
Verlassen dieses Eigenen und dieses Aufgehen einfach in was Größeren und dieses Leiden an der Entfremdung, was ich ganz stark gemerkt habe in diesen Einzelinterviews. Und wenn dann jemand kommt plötzlich und sagt, du bist hier schon eingebunden und du bist hier schon irgendwie mehr als du selber, das ist eine ganz tiefes Verlangen und Sehnsucht, die mit sowas schon auch zum Teil geweckt wird. Aber sie wird halt bei ihm krass ausgeführt, ja. Also legt dann Hellinger so aus, dass er sagt, man ist halt in so verschiedenen Einheiten eingebunden, ja. Und so wirkt auch die Loyalität und der Zusammenhang. Es geht halt mit der Sippe, mit dem Clan los, dann geht's halt über Stamm, Volk, Nation und sowas, ne. Und so sieht Hellinger das auch, da gehört die Loyalität hin und er möchte auch gar nicht, dass das überdacht wird oder sowas, sondern er therapiert die Leute also richtig gehend dort rein. Er hat in diesem Hauptwerk von ihm, in diesem Ordnungen der Liebe von 1995, was irgendwie alle Leute zu Hause haben, die auf ihn stehen und auch lesen und dann immer nicht wissen, was da drin steht, scheinbar, wenn ich es ihnen vorlese. Da hat er zum Beispiel geschrieben, so ein bezeichnendes Zitat, da schimpft er über eine Frau, die angeblicherweise in Jugoslawien ein Denkmal errichtet, für einen deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs und ihr wisst, wie die Wehrmacht gewütet hat auf dem Balkan. Also da sind prozentual so viele Menschen den Deutschen zum Opfer gefallen, wie prozentual gerechnet in keinem anderen Land, was die Deutschen überfallen haben. Und diese jugoslawische Dichterin wollte ein Denkmal errichten für einen deutschen Soldaten, der sich geweigert hat, an Partisanenerschießungen teilzunehmen und sein Gewehr hingelegt hat und zu denen rübergegangen ist und auch erschossen wurde. Den wollte sie ein Denkmal errichten für so einen Akt individueller Verweigerung. Das greift er auf und schreibt dazu. Da hat eine jugoslawische Dichterin unbedingt ein Denkmal errichten wollen für einen deutschen Soldaten. Der war abkommandiert zu einem Erschießungskommando, um Partisanen zu erschießen. Doch er hat sich geweigert, sein Gewehr hochzuheben, ist dann rübergegangen zu den Partisanen und hat sich mit ihnen erschießen lassen. Nun, was ist das denn für einer? Ist er gut? Ist er böse? Was hat er denn gemacht? Er hat sich vor seinem Schicksal gedrückt. Wenn er geschossen hätte, weil er sich sagt, ich bin verstrickt in meine Gruppe und die sind verstrickt in ihre Gruppe und das Schicksal hat es so gefügt, dass ich sie erschießen muss, statt sie mich. Und ich stimme dem zu. Das sind alles wichtige hellenische Begriffe, Verstrickung und Zustimmung zu allem. Und ich stimme dem zu, was immer auch die Folgen sind. Das ist Größe. Fertig der Geschichte. Also eine ganz klare, totale Verehrung sozusagen dieses Mordens im Dienst des Vaterlandes mit der Loyalität zur Sippe. Das steht in diesen Ordnungen der Liebe, was da bei uns in der Bibliothek stand und eins seiner Standardwerke ist, ganz offen drinnen. Er hat sich dann auch, um jetzt mal gegen Ende zu kommen, um den Israel-Palästina-Konflikt gekümmert, wie das hierzulande auch sehr beliebt ist, und hat sich dann gemeint, dass er da auch therapeutische Ratschläge geben muss. Bitte? Ach so, okay. Ich dachte, ich hätte mich versprochen. Okay. Und er hat halt gesagt, also es geht jetzt um diese verschobene Täterenergie sozusagen, ja, die sich verschiebt, wenn Leuten vorher kein Platz gegeben wird, wo sie eigentlich ins System gehört, dann verschiebt sich ja so eine Energie auf Kinder der Nachfolgegeneration, die irgendwie eine Energie plötzlich haben und nicht wissen, woher sie kommt und dann irgendwelche Dinge tun und drunter leiden oder auch nicht. Und das gibt's auch als Täterenergie. Also zum Beispiel die faschistische Täterenergie gibt's dann für Hellinger, die dann sich Bahn bricht, wenn man die Nazis nicht ehrt. Und das hört sich dann bei ihm so an, man kann sehen, dass in jüdischen Familien die Täter, die deutschen Täter meint er, sehr häufig zutiefst verachtet sind. Aber das Ergebnis ist, dass in vielen jüdischen Familien ein Kind die Täter vertritt. Es entwickelt dann eine Täterenergie. Und flugs hat er sich dann die Nazis von heute kreiert. Man sieht das im Verhalten von vielen Israelis den Palästinensern gegenüber. Weil man den Tätern keinen Platz geben wollte, wird die nationalsozialistische Täterenergie unbewusst übernommen. Ne? Also, das ist klasse. Es ist halt einfach sein Bild, was da heute stattfindet, dass er gegen die Israelis und für die Palästinenser ist, vergleicht die mal schnell mit den Nazis und kreiert sich dann hinterher seine Theorie zurecht, dass das jetzt von psychologischer Warte auch alles so zu erklären ist. Und dann hat man einfach einen klassischen Zirkelschluss, wo sich wieder alles erklärt von Therapeutenwarte aus. Also fand ich schon den Hammer. Genau, und man muss halt miteinander sozusagen Beichte zeigen. Er geht davon aus, alles, was wir hier erleben, der einzelne Mensch ist quasi nur eine Rolle, die man einnimmt in diesem einen Leben. Weil es gibt ja auch ein Jenseits und da kommt wieder alles ins große Ganze zusammen. Er hat da einmal so ein ganz krasses Bild geprägt. Da hat er
verglichen, dass wir Menschen alle Schachfiguren sind. Wir werden in dieses Leben gestellt mit einer bestimmten Aufgabe. Und wir selber können die überhaupt nicht durchschauen, weil wir nie durchschauen können, was dieses große Ganze ist. Alles sei einfach über uns gekommen, ja. Er sagt auch, da wird gesagt, dieser Eichmann hätte die Judenvernichtung organisiert oder sowas oder hätte selbstbestimmt gehandelt. Und er sagt, nein, wir werden alle gesteuert, keiner weiß wirklich, was er tut. Wir sind also, sagt er, diese Schachfiguren. Und perfider ist dann eben, diese Schachfiguren kommen am Ende, wenn das Leben aus ist, fallen wir alle in einen Urgrund zurück und liegen dann wie die Schachfiguren nebeneinander wieder in der Schachtel. Und alle sind wir wieder gleich. Und darauf hat er es halt abgesehen sozusagen, miteinander so in diesen Urgrund zurückzusinken. Und das wird aber dann so ausgelegt, wie es einem gerade passt. Also bei so Aufstellungen, so ein schlechtes Bild aus dem Internet von so einer Aufstellung, wo man die Leute nicht erkennen soll, so sieht es dann aus, da stehen die Menschen, einer liegt am Boden, das ist auch ganz typisch, dass also einfach jemand dann Schmerzen hat, gestorben ist, die anderen drumherum gehen und dann eben auch Mitleid zeigen, ihm die Ehre erweisen oder sich auch daneben legen oder sowas. Zum Beispiel hat er gesagt, nach dem 11. September 2009 hat er so eine Aufstellung gemacht, muss so ähnlich ausgesehen haben. Da hat er gesagt, ja, jetzt ist was Schlimmes passiert mit dem 11. September und was machen wir jetzt? Und dann gibt er halt den Ratschlag, wir sollten jetzt mit den Amis trauern, aber es geht ja nur im gegenseitigen Geben und Nehmen und deswegen müssen die auch und es geht nur, wenn die sich neben uns legen und dann gemeinsam trauern für die vielen Bombardierten, die sie in Dresden hinterlassen haben. Dann können wir das auch im Ausgleich sozusagen. Ja? Das sind dann so die Ausgleichsgeschichten, wie das wieder ausgelegt wird. Und deswegen auch dieses Zitat, um auf Israel-Palästina zurückzukommen, es wird keinen Frieden geben für die Juden, bevor nicht auch der Letzte von ihnen für Hitler das Totengebet gesprochen hat. Also dieses Verzeihen, weil sonst die Täterenergie fließt. Und so war das auch, ich komme dauernd wieder auf diese katholische Stiftungsfachhochschule zurück, es tut mir leid, aber es ist wieder ein Beispiel davon. Wir haben also einmal dann Flugblätter verteilt davor, wegen dem, was Franz Ruppert da macht, und wir eine Veranstaltung dazu organisieren wollten. Und dann kam der liebe Franz Ruppert vorbei, mit dem Auto reingefahren, dreht die Scheibe runter und beschimpft uns halt als Nazis, weil wir halt die Täterenergie haben und nicht aufhören können damit, weil wir nicht unseren Großvätern den Platz gegeben haben und die Täterenergie in uns fließt und wir deswegen gegen ihn vorgehen müssen und wir die Nazis sind. Das ist halt dann ein einfaches Bild und Totalitarismustheorie völlig gaga sozusagen. Keine Ahnung, auf spiritueller Basis. Ja, ach ja, wie ist es jetzt mit Hellinger zu Ende gegangen? Zu Ende noch gar nicht, aber... Es hat sich was gedreht. Er wurde mit diesem Ding, was er da gemacht hat, gehypt von den großen systemischen Gesellschaften für systemische Psychologie in Deutschland. Die ganz, ganz großen, wo die Ärzte drin sind, die haben ihn hofiert als den neuen Star am Therapeutenhimmel. Er hat all dieses Zeug, was ich euch gesagt habe, ne, das war irgendwie bis 2000 oder so. Das sind ganz relativ frühe Sachen. Das hat niemanden gestört, da haben die ihn einfach weiter damit hofiert, obwohl es öffentlich zu lesen war. Und dann sind sie plötzlich von ihm abgerückt, als er eine neue Wohnung beziehen wollte und dann nach Berchtesgaden gezogen ist und sich eingemietet hat in die kleine Reichskanzlei von Hitler und da ein neues Buch geschrieben hat in den Originalräumen von Hitler und das hieß Gottesgedanken und da war dann so ein fiktiver Dialog mit Adolf Hitler drin, der dann lautete, ich weiß den Vorspann nicht mehr jetzt, aber ich kann mich nur lieben, wenn ich dich liebe, wo ist es, hier ist er, wenn ich dich achte, achte ich auch mich. Wenn ich dich verabscheue, verabscheue ich auch mich. Darf ich dich dann lieben? Muss ich dich vielleicht sogar lieben, weil ich sonst auch mich nicht lieben darf? Das stand dann in diesem Buch Gottesgedanken 2004. Und da sind sie dann plötzlich alle umgefallen. Dann haben sie plötzlich gemerkt, dass der ja irgendwie ganz rechts ist. Vorher hat man nichts gemerkt. Und dann haben sie sich alle von ihm losgesagt, die systemischen Gesellschaften. Und dann war ja plötzlich die Persona non grata. Dann haben sich alle, die vorher da sein ganzes System aufgebaut haben, seine Internetseiten betreut haben, ja, der Winfried Nelles und wie sie alle heißen, haben dann ihr eigenes Institut gegründet, was jetzt im Internet zu finden ist. Und da findet sich nicht mehr der Name Hellinger. Ja? Da waren die ganzen Praxisschilder, die vorher noch nach Hellinger, und das Gleiche gemacht wie vorher, aber nach Hellinger war durchgestrichen. Also da war ja plötzlich wirklich die Persona non grata. Genau. So, es ist also nichts gegen, von meiner Seite dagegen zu sagen, wenn man Aufstellungen macht mit Leuten in einem therapeutischen Setting, wenn man davon Ahnung hat, aber es ist sehr wohl dagegen, was zu sagen, wenn man sich halt mit einem Therapieverständnis aufspielt, dass man weiß, was die richtige Ordnung ist und die auf Leute einfach überträgt, die dazu gezwungen werden, in eine völlige Regressionsstufe zu fallen, überhaupt nicht mitreden dürfen, was da einfach gerade mit ihm passiert. Und Hellinger ist sozusagen der esoterische Therapeut für die deutsche Volksgemeinschaft mit dem, was er da vollführt hat in den letzten Jahren. Und es ist einfach erschreckend, wie offen er derartige Dinge sagen konnte. Das sind keine ausgesuchten Zitate. Sowas findet sich bei ihm reihenweise. Ja, was ich da habe, da könnte ich euch noch eine halbe Stunde vorlesen und damit trotzdem therapieren dürfte. Es ist also noch nicht vorbei, deswegen guckt genau hin, falls ihr mal vorhabt, zu irgendeinem Berater zu gehen und da nicht Hellinger draufsteht und was da eigentlich wirklich dahinter steckt.
Und damit wollte ich jetzt eigentlich meine Referierung über die Theorie sozusagen für euch beenden. Vielleicht als kleines Abschlusswort noch, wenn ihr mir das gestattet. Zum einen wollte ich jetzt nicht, dass ihr mich so verstanden habt, dass ich meine, dass alle, die irgendwie ein bisschen Esoterik betreiben, gleich Nazis sind oder sowas. Ne? Also wer mal Tarotkarten legt oder so, die Claudia hat gesagt, ist ein Nazi, das sehe ich überhaupt nicht so. Zum Beispiel der Thomas Ebermann und der Rainer Trampert, das beste Urgestein der linken Kabarettszene in Deutschland, haben mal gesagt, naja, wer Tarotkarten legt, der übt das so ein bisschen spielerisch ein, die Fremdbestimmung, weil man kann ja nochmal mischen und vielleicht war es ja doch nicht so und irgendwas, ne? Also ich sehe es auch eher so als einen Versuch halt irgendwie mal, sich das zu erleichtern und ein bisschen fremdbestimmt zu leben. Also das sehe ich nicht so. Aber ich denke schon, dass diese Theorien einfach dazu verleiten, sich absolut zu individualisieren, zu entsolidarisieren und im Prinzip jede reaktionäre Tendenz, die hier gerade abläuft in dieser Gesellschaft, kriegerische Zustände, Hunger, Armut, Elend, einfach für sich zu rechtfertigen und halt nichts mehr dagegen zu tun und als Bündnispartner für einen Kampf um eine bessere Welt sozusagen völlig, völlig verloren zu gehen. Das ist mein großer Kritikpunkt dran. Und mit diesen Studien vielleicht noch als kurzer Ausblick, die ich jetzt gemacht habe, die letzten Jahre, da hat sich nochmal ein völlig anderes Bild gezeigt, weil am Anfang habe ich auch mal versucht, die Leute irgendwie das so rauszukitzeln, was ich als politische Thesen hatte, ne? Ob die Leute mir das jetzt präsentieren oder nicht oder was. Und irgendwann bin ich einfach dazu übergegangen, sie wirklich einfach nur noch erzählen zu lassen, was ihnen eigentlich am Herzen liegt und was sie eigentlich wollen. Und dieses ganze Politische war halt null Thema dabei. Sondern es ging wirklich nur um ihren persönlichen Nahbereich, dass sie halt gescheitert sind mit bestimmten Dingen in ihrem Leben, total ehrgeizig waren, hier auf jeden Fall ankommen wollen in dieser Gesellschaft und einfach esoterisch dazu genutzt haben, sich selber innerlich umzustrukturieren, das Bestehende bestehen zu lassen und sich selber eine andere Sichtweise beizulegen, mit der sie trotzdem erfolgreich sein können und trotzdem dieses ganze Zeug, was ihnen entgegensteht, irgendwie bewältigen zu können. Also soweit in aller Kürze. Aber es ging ihnen null um irgendwie diese ganzen sich Rassismus anzueignen oder sowas, ne, würden die ja nicht machen, würde ja kaum ein Mensch von sich selber sagen. Und haben sie auch gar nicht von erzählt. Und es war eher so, wenn ich dann mal so eine gesellschaftliche Frage gestellt habe, dann waren sie sofort bereit, diese Theorien, die sie sich da gelernt haben, ohne mit der Wimper zu zucken, auszudehnen auf gesamtgesellschaftliche Zustände. Dass es nun mal so ist, dass jetzt die halbe Welt hungert und insgesamt zählen aber diese Moralgesetze nicht und es sieht alles anders aus und sowas. Aber das war ihnen, also sie können das sofort, die Welt damit rechtfertigen, aber das war überhaupt nicht ihr Beweggrund, sondern der Beweggrund war einfach, hier komplett zu scheitern, hier kein gutes und glückliches Leben mehr zu sehen und sich selbst irgendwie umstrukturieren zu müssen. Soweit nur als Ausblick, aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, was die mir alles erzählt haben.